Why Russian? Blood, Gold and Vengeance. Du hast schon beim Intro der 1 so eine komische Stimme angewendet. Müssen wir das jetzt wirklich als Running Gag machen, wenn du das Intro machst? Gar keinen Fall, aber verstehst du nicht Blood, Gore and Vengeance? Gamers? Ja doch, ich... Gamer? Ja doch, klar, aber ich dachte es eher sowas wie... Wie soll ich wie das sonst sagen? Blood, Gore and Vengeance. Weißt du, Daddy, du bist raus. Echt? Jetzt ist der einmal ein Intro dabei, Alter. Dann benimmt er sich ja wieder... mal konstruktiv äußern können, zum Beispiel zu meinen Gunsten. Wir könnten ja einen Marcel Reich-Ranitzky raushauen und eine Buchdiskussion führen über diesen Scheiß, den wir hier veranstalten. Ganz ehrlich, ich fand mal jetzt niveauvoller als euers. Ich nehme dieses Intro nicht an. Es ist nicht zu verkraften, was für ein Scheiß wieder gedreht wird hier. Ich liebe den Mann. Marcel Reich-Ranitzky rutscht immer den Stuhl hinunter, wenn er sich aufregt. Ich liebe den alten Juden. So. So, ich glaube. Was war denn bei der 3 los? Bei der 2 los, so rum. Wir sind ja bei der, beim Intro für die 3 jetzt, genau. In Style, dann, Junge. In Style. Ich finde, das passt, oder? Maxim. Der war eine grobe Erinnerung. Aber auch ein Weichen her. Na, das war in der 1. Ja. Und dann halt. Hey, was ist an der 1? Was? Jetzt bin ich raus. In der 1 war Maxim das Bild von Billy in ihrem Outfit. Ach so, ja. Lil Kim, ja. My ultra geiles Bitching Outfit, yo. Ja. Ja. Mhm. Heute wird gut auch. Also wir haben die Folge mit und auch das Intro jetzt mit einem Hintergrund so benannt, weil wir das ja immer so tun. Wir sind ja immer deep und rum. Stinkend untenrum. Für gewöhnlich. Deep und nach, dicht. Weil es nach Fisch riecht. Da wird sich Flummi jetzt wieder aufregen. Ach, die 3 wird relativ lang. Also das heißt, eigentlich entlassen wir jetzt alle gleich wieder in die nächste, oder? Ja, sicher. Wie lang wird die denn? Ich hab's jetzt noch nicht fertig geschnitten. Doch, ich hab's ja fertig geschnitten. Waren, glaube ich, 1,30, 1,35. Komm, da sind doch alle mehr gewohnt. Das geht schon. Das passt schon. Geht, das meinst müssen, du? Da müssen wir durch. Sollen wir jetzt Spaß. Eine halbe Stunde? Ja, wir machen jetzt eine halbe Stunde Intro, würde ich sagen. Okay. Wenn's mir nicht aus. Ich sing noch ein kleines Lied. Okay. Ich bin in der 8-3 schon. Stimmt. Nein, nicht warten. Bitte? Ich versuche nur gerade. Ey, Alter, komm mal zum Beispiel! Ja! Fresse! Genau. Da wird er ganz klein laut. Ich versuche nur gerade zu rekonstruieren. Fresse! Darf ich für dich einspringen, Flummi? Ja, zu rekonstruieren, welches Datum wir haben. Danke. Nee, das hörte sich zu erotisch an. Das geht nicht. Ach so, erotisch, oder? Was? Düser hat das mal gesagt. Ich werde da ganz hibbelig. Am 1.2. haben wir das letzte Mal gespielt, ne? 1.2., ja. Genau, das steht bei mir auch. Gut. Hab ich so, ja. Ja, deswegen musste ich gerade meinen Charakter sagen, danke, letztes IT-Datum, hervorragend. Deswegen musste ich gerade meinen Charakterbogen gucken. Ich habe nämlich gerade angefangen, ich habe damit angefangen, mir diese Daten zu notieren. Ich dachte, das ist klug. Ich muss mal einmal in meinem Leben nützlich sein für diese Runde. Du hast denn beim letzten Mal hast du Buch geführt über Ausgaben. Ja. Und wenn du darfst ja wenigstens ab und zu noch ballern. Billy darf ja nie ballern, die kriegt ja nur Datenbomben in die Fresse. Du darfst in der Matrix ballern, das hast du auch schon öfter gemacht. Ich hab doch noch nie in der Matrix geballert. Wird. Wett? Wett, indirekt. Na, batterten Wett? Nee. Nur ihren Matrix-Spike ausgepackt. Dann lerne es und baller in der Matrix, Mann. Das kann kein anderer von uns. Ich fühle mich aber so ausgeschlossen. Ich kann ja gar nicht. Du kannst auch was mit Drohnen anfangen. Außerdem hast du auch schon geballert. Ich kann nicht dran erinnern, dass du einen Fleischer kaputt gemacht hast. Hat sie den nicht sogar gewone-hitted oder sowas? Ja, ja doch, den habe ich gewone-hitted. Bäm, in die Fresse. Und einen Reporter hast du auch geballert. Den hast du nicht totgeballert, aber den hast du schon ziemlich gut getroffen. Die Kamera wollte ich treffen, habe ihm dabei ins Gesicht aufgesehen. Ja, okay.
Und dem Guy hast du in den Hinterkopf geschossen und du hast bei demselben Run, na dem Bachmann da mal kurz, aber auch nur mit Gel, meine ich. Ach ja, gut, das war. Und dann hast du bei dem Arm-Up-Ding, beim ersten Arm-Up-Ding, hast du ja auch ein bisschen mitgeschnärzelt. Richtig. Aber okay, heute Kampf, ich notiere. Mit wem? Keine Ahnung. Wir sind auch in C-Gebieten unterwegs, sogar in schlechten C-Gebieten unterwegs, da bietet sich immer irgendwas an. Das geht. Wenn du es willst, kriegst du immer so Stereotyp, weißt du. Was hast du gesagt? Das sind immer so Stereotypen, weißt du, also, das ist einfach nicht sophisticated genug. Bei anderen Shadowrun-Runden wird überhaupt nicht geballert. Was wird in anderen Shadowrun-Runden nie? Welche? Da wird nur Krav Maga ins Face gemacht von Hunden. Ah, okay, gut. Nein, da wurde auch geballert. Was? Wann wurden da mal geballert? In der allerersten Staffel da. Da wurden mehrere Wachleute hart niedergestreckt. Mit Bashid-Pistolen. Da kann ich mich nicht rein erinnern. Ja, weil die auch eine Schwestbeiner. Das kann natürlich schlimm auch sein. Wollen wir? Ja, haben wir doch schon, oder? Ist das nicht schon alles Podcast? Ich wünschte manchmal, es wäre nicht so. Haben wir schon angefangen? Offensichtlich. Ja. Gut. So, die Aufnahme läuft. Es ist das so, ihr hattet euch ja getroffen bei Flomi, ne? Genau. Ja. Yep. Also bei Jojo. Und Kaban ist ein bisschen eher weg. Und der hat übrigens einen ganz krassen Durchfall. Das kannst du dir, also der musste noch bei dir aufs Klo. Und Detonationen, die du, also, Mann. Wer putzt denn bei dir, Jojo? Meine Drohne. Oh, Gott sei Dank, ey. Den Mock, Alter. Nein, lass das mal durchgehen. Ansonsten lasse ich das so, gehe hier nicht mehr aufs Klo und lass ihn das dann wegmachen, wenn er wieder kann. Oder ich ziehe ihn zwischendurch hier und er muss halt rausgehen zum Scheißen, das ist mir egal. Lass ihn einen Eimer an den Arsch tackern. Ich ziehe ihm eine Windel an und dann ist gut. Ich lasse ihn also sich selbst eine Windel anziehen. Aus naheliegenden Gründen hat er dann Downtime. Sich entdings. Aber als ihr dann noch kurz zusammen chillet, kriegt Billy quasi was von dem Sprite mit, den sie bei den Fleischern im Casino Royale deponiert hat. Und zwar das folgende. Oh. Der Chef und die Mutti treten aus dem Hinterraum in das Lichte der Kameras. Da ist, passt das überhaupt zeitlich? Ist egal. Moment, nur für mein Verständnis, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber für mein Verständnis, die Mutti ist Matrioschka, meinst du damit, genau, ne? Genau. Gut. Und da sind keine Leute, das Ding ist offenbar gerade zu. Also außer den Gängern. Dann räumen die da irgendeinen Tisch ab, da wird da irgendwas draufgelegt, was, ich sag mal, sieht nicht ganz steril aus, aber naja, so einigermaßen. Irgendwann kommt ein Doc. Nach so 5 Minuten später circa, der ihr irgendwelche lustigen Strichlinien im Gesicht rummalt und dann sprechen die miteinander über Dinge. Kann ich das gerade noch bitte aufzeichnen? Ja, klar. Nicht nur das, Spielleiter, erzähl erstmal zu Ende, ich werde dann gleich meinen Einschub dingsen. Ich fürchte, das wird nicht mehr möglich sein, in jedem Fall. Wieso wird das nicht mehr möglich sein? Die unterhalten sich, dann wird einvernehmlich werden Dinge quasi besprochen. Und dann legt sie sich da hin, dann holt er was raus und dann guckt sie mal so in seine größere Tasche und rastete plötzlich komplett aus und zwar dergestalt, dass sie versucht wegzurennen und der Chef, sich seiner Kräfte wohl nicht ganz im Klaren, greift sie blitzschnell am Kopf und zwischen seinen Händen drückt sich oder? Dann Schädel, Masse und Hirn durch. Oh nee. Und, hat jetzt der scheiß Chef die gekillt? Ja, hat er. Ja, hat er. Dann verfrachtet er ihren toten Körper wieder auf diesen Tisch und der Doc holt das raus, also schimpft erstmal mit dem Chef und holt dann das raus, wovor sie sich so erschreckt hat, was offenbar so eine Organsammelbox ist. Geht irgendwer anders raus? Von den Gängern? Irgendwer. Nö. Nicht, dass die jetzt klug ist und irgendwie checkt, dass oder irgendwer gecheckt hat, dass wir die Kameras haben. Nö. Das ist safe. Und naja, dann wird sie aufgemacht und dann wird da rausgeholt, was halt so geht. Ja, Moment, Mutti, die holt ich Organe raus aus der. Ja, alles so ziemlich. Vermutlich am meisten die Gebärmutter, also als erstes, weil es ja eine Mutti und weiß schon. Genau.
Mir ist gerade echt übel. Ich dachte, das wird weggeschmissen oder gegessen von irgendwem. Das war auch nicht ernst gemeint. Nein, natürlich wird nicht die Gebärmutter entnommen. Was willst du denn auch damit? Das ist ein scheiß Na, Essen. Essen? Nee, das ist kein Ghoulfutter. Da wird nur der richtige Stuff rausgenommen. Eine Milz zum Beispiel. Arschloch. Leber, Herz, Bauchspeicheldrüse, Nieren, was man halt so hat, Darm jetzt auch nicht zwingend. Herz, kann man doch bestimmt auch schon transplantieren. Herz, Lungen. Ja, aber das kannst du einfach ersetzen. Hä? Kehlkopf. Wie kannst du nur einen Darm ersetzen? Achso, die ganzen Darmzotten. Also der Darm kommt auf jeden Fall raus, den brauchen wir noch. Zumindest. Und die Speiseröhre bestimmt auch, wenn man die dann schon transplantieren kann. Warum eine Speiseröhre? Die ist ja wirklich einfach nur ein scheiß Muskel. Nee, ja eben, aber das ist ein Muskel, den du tatsächlich, das ist, wenn, sobald du Speiseröhrenkrebs hast, kannst du da echt verkacken mit, weil du den nicht, du kannst die Speiseröhre nicht irgendwie ersetzen oder sowas, das geht nicht, weil das ein ganz, ganz spezieller Muskel ist. Das ist total witzig. Das mag sein, aber ich glaube, die Leute, die sich eine Speiseröhrentransplantation leisten könnten, könnten sich auch dann eher nochmal was gegen den Krebs leisten in Shadowrun. Ja, stimmt. Shadowrun ist ja krebsbehandelbar. Entschuldigung, Billy. Kann ich jetzt nochmal ganz kurz ganz kurz einen Rewind sozusagen haben, weil ich gerne A wissen möchte, ob irgendein Gerät da ist, was Audio überträgt? Das nicht. Kein einziges Audiogerät in der Nähe. Achso, Comlinks, ja. Comlinks ja. Natürlich. Die sind natürlich an den Dings geslaved. Weißt du wie? Oder waren die an den Dings geslaved? Das müsste ich nochmal... Ja, Comlinks von den Gängern ja, aber von dem Doc nicht zwingend. Ja. Das ist richtig. Ich möchte mal gucken, wo ich am einfachsten irgendwo draufkomme, weil ich gerne wissen möchte, was die beredet haben und was da abging, Alter. Und was die für schöne Striche ins Gesicht gemalt bekommen hat. Weil es hört sich jetzt für mich so an im ersten Moment, dass der Doc der eine Gesichtsveränderung machen wollte. Wahrscheinlich. So. Es kann aber auch sein, dass die der das nur vorgaukeln wollten, damit die, ne? Danach sieht das aus. Und dann hat sie in die scheiß Tasche geguckt und hat gesehen, dass der da die Boxen drin hat, worin du Organe transportieren kannst. Ja. Aber ich glaube das immer noch nicht. Okay. Das Comlink vom Doc kriegst du hin. Ja. Dann Audio hast du. Es ist tatsächlich so. Die besprechen, wie ihr Gesicht ungefähr auszusehen hat. Und dann ist alles abgemacht. Und dann plötzlich rastet's aus. Und der Doc schimpft, weil sie hätte halt nur betäubt werden müssen, weil wenn der Körper tot ist, dann so viele Stresshormone und alles, Mann, das macht das doch alles viel weniger wert, das geht doch nicht, Junge, und guck dir mal die Sauerei an, jetzt hast du wieder Hirn an der Hand. War das ihre Stimme, die da auch geschrien hat und bla und was weiß ich, war das Matrioschka? Ja. Jojo kennt die Stimme ja. Natürlich war das Matrioschka. Die wussten nie, dass ihr auf den Kameras wart. Das wissen wir doch nicht. Der Hacker hätte es nie hingekriegt, dass das Matrix-Resonanzsignaturen sind. Scheiße. Er hat den Sprite auch nie entdeckt. Jo. Das geht über viele Hacker hinaus, dass da ein Sprite da ist. Nur, es ist doch so, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dass nur Leute, die auch tatsächlich Resonanz erkennen können. Sprites kannst du schon entdecken, dass da irgendwas ist, die denken dann bloß, vielleicht ist ein Agent oder irgendein Programm. Jo. Bloß, wenn er ihn gesehen hätte, hätte er ja was gegen ihn gemacht, sag ich mal. Hm. Und die meisten Sprites, vor allem, ich glaube, den du drauf gepackt hattest, die können sich ja doch ganz gut verstecken. Jo. Das hört sich nach mir an. Nee, aber Jojo also holt sich Popcorn zum Zugucken. Oder Billy war brechen. Ja. Aber die waren Waschbecken. Aber nur der, weißt du, nur der Geruch, der hat nochmal was nachgeschoben. Der schöne White Russian, den ihr getrunken hattet. Könnt ihr ganz kurz ohne mich? Ich bin gleich wieder da. Ja. Dankeschön. Okay. Du holst dir Popcorn. Ich, ja. Sie isst, während sie zuguckt. So schafft ihr eine seltsame Art von Befriedigung. Auch wenn sie es leider nicht selbst tun konnte, aber immerhin. Tja, nicht mal ein bisschen Mitgefühl. Ja. Schade. Wieso? Übrigens ist dein Popcorn leider nicht früh genug fertig, also du kannst es dir höchstens dann nochmal in der Wiederholung ansehen. Und sie sich immer wieder mit einem grimmen Grinsen. Ja, sie guckt sich die Wiederholung nochmal an. Mit Popcorn. Das ist übrigens sehr geil. Mhm. Dann ruft sie ihren Bruder an. Mann, ich bin ja erst seit ein paar Stunden weg und jetzt braucht er schon was, oder wie? Ich hab da gesagt, wir brauchen nichts.
ist nur eine kurze Mitteilungssache. Das Problem mit der Bäckermeisterin, das hat sich erledigt. Mit der Fischmöse? Ja. Okay, das erzählst du mir dann noch irgendwann. Trinkst du jetzt ich habe sogar Videomaterial. Okay, es ist echt interessant, ja. Also es ist irgendwie... Ich weiß es nicht, ob du das interessant findest. Aber wir können uns das dann nochmal zusammen angucken, wenn du Lust hast. Okay, klar. Und die Fleischer machen da jetzt auch keinen Stress, so. Nö, nee, die haben das Problem ja selbst erledigt. Ich habe es jetzt quasi nur auf den Kameras gesehen. Ja gut. Ja. Alles klar. Na, dann brauche ich mich darum nicht mehr kümmern, das ist gut. Nö. Also hatte ich jetzt eh nicht so intensiv gemacht, aber... Weiß ich, aber ich dachte, es interessiert dich wenigstens. Schon. Siehste? Also zum nächsten Japanogor packe ich den quasi als kleinen Vorfilm dazu. Alles klar. Mach das mal. Dass kein Gore ist, dann gibt's aber Punktabzug. Na doch schon, ist ein bisschen. Also du siehst Hirn und Blut und Gedärm und alles, was notwendig ist. Na dann bin ich gespannt. Es gibt rotes Popcorn. Weiß ich nicht. Nee, rotes Popcorn nicht. Gay. Na klar. Nee, das ist gay. Nee, es ist passend. Na gut, wir werden mal sehen. Ich bin jetzt nicht überzeugt, aber das ist ja nicht so schlimm. Das kann ja noch werden. Du kannst auch rotes Popcorn fressen. Ich stell dir das frei. Das ist aber nett von dir. Alles klar. Ich auch. Das war's eigentlich schon. Gut, dann bis bald. Jo. Schnacke. Piep, piep. Jo, piep, piep. Jojo guckt sich die Wiederholung an. Nochmal. Eine Cyberhand müsste man haben, Alter. Wenn man da so schön den Kopf zerdrücken kann, das wäre auch was für Jojo, ha? Weißt du, wie es erst so knackt und sich so die Augen rausquellen und die Zunge so runterhängt und dann bricht es immer weiter auf, bis er quasi in den Schädel hineingreift und sich dann so als glibberige, weiße Masse... Das ist wie wenn du in Pudding reinpackst und dir dann alles an der Seite der Hände herausquillt. Ja, oder und man kann da sogar noch sehen, wie es erst grau und dann weißlich rausquillt. So toll hat er gedrückt. Ich glaube, Billy, ich kann noch mal kurzen, weil ich euch zuhöre. Und ein bisschen rosa. Jojo guckt sich das gerade in der dritten Wiederholung an und isst Popcorn. Soll ich jetzt auf Slow-Mo schalten? Ja, bitte. Okay, Billy schaltet auf Slow-Mo und rennt nochmal. Hast du was zur Verdauung da? Kräuterlikör oder sowas? Schnaps habe ich bestimmt irgendwo. Boah, ich gehe erstmal in den Kühlschrank. Ist das sicher, in den Kühlschrank zu gehen? Ja, sicher ist das sicher. Was soll denn da nicht sicher sein? Keine Ahnung, dass mir Hände vielleicht entgegenfallen oder so. Nee, nur in der Tiefkühltruhe. Immer noch? Nein. Ach so, gut. Ich mache mir erstmal einen Schnaps. Magst du auch einen Schnaps? Nee. Komm, trink einen mit mir. Nee, na gut, komm, einen. Anstoßen auf den Erfolg, den wir nicht zu verdingsen haben. Ist das jetzt noch Weihnachten gerade? Ist doch schon wieder Februar, ist doch gleich hier Valentinstag. Was? Valentinstag. Ah, ja, ich erzähle mich. 14. Februar, oder? Warte. Ja, 14. Februar. Ja. Meinst du, das war die? Hä? Was war wer? Meinst du, das haben die gestaged? Ach so. Ich traue dem Braten immer noch nicht so richtig, aber ich glaube... Wir könnten ja die Bilder mal zu unseren Doktoren schicken und die mal fragen, was sie davon halten. Also zu Ivanovic vielleicht, aber Ivanovic, zu wem anders würde ich es ungern schicken. Ja doch, zu Hildre, wie heißt denn gleich wieder? Waltraud. Olga, genau. Nee, ungern, ehrlich gesagt. Okay. Ich kenne die nicht so gut, als dass ich die da irgendwie reindingsten wollen würde. Ich kann es zu Ivanovic mal schicken, aber der ist jetzt nicht unbedingt der Plastic Surgeon so richtig. Ja, es geht ja nicht darum, ob er der Plastic Surgeon ist, aber der kann bestimmt sagen, ob das gefaked ist oder nicht. Oder der kann mir vielleicht mitteilen, ob ich die irgendwie identifizieren kann, die Leiche auf dem Ding.
Ob ich das glaub, die echte war. Ich glaube, es ist sinnvoller, um zu gucken, ob das gefaked ist. Okay. Der wird das schon sehen, ob das irgendwie dingsig ist. Also meinst ansonsten. Ja. Also ich mache das Paket gerade mal fertig an den Doktor und schick's los, Spielleiter, und dann drehe ich mich wieder zu Jojo und sag, meinst du, die hat nicht mehr zahlen können, deswegen haben sie es auseinandergebaut? Vielleicht auch einfach, weil sie es konnten. Ja, aber gut, sagen wir es mal so, wenn du jetzt 60.000 kriegst, ne, und die sind sicher, und dann kriegst du nochmal, keine Ahnung, was ist denn sowas wert, 50.000 oder so irgendwas anschließend. Na, sagen wir es mal so. Die hätten sie ja so oder so rausgeholt dann irgendwann. Eben, aber es kommt mit Sicherheit einfach der Punkt, an dem sie sagt, gut, ich lasse mich jetzt operieren und dann will ich weg. Das heißt, sie hätte dann noch Kohle an den Doc bezahlt, damit der ihr quasi das Gesicht verändert und dann rausgeht. Und so, weißt du, nehmen die sich das Geld von ihr, das sie dem Doc gezahlt hat, oder teilen das mit dem Doc und kriegen dann auch nochmal Kohle, weil sie die Organe mit verscherben, oder kriegen wahrscheinlich noch Prozente. Also das ist für die lohnenswerter, die an die Organdinger zu verscherbeln. Ich überlege jetzt halt gerade, wie man eine Leiche identifizieren könnte an der Stelle, wegen, weißt du, Gebissabdruck oder so irgendwas. Genetisch, DNA. Wie kommen wir an die DNA ran? Aber da kommen wir nicht dran. Höchstens, ich krieg die Milz. Ein Teil von Matrioschka lebt in mir weiter. Das solltest du nicht hinterher, weiß ich nicht. Nee. Hm? Würdest du das wollen? Nee, ich will das nicht. Keine Ahnung, also... Entweder wir gucken halt, ob wir ein Stück genetisches Material abgreifen können, aber das ist irgendwie... Vielleicht kennt der Doc ja den Doc. Ja, lass erstmal gucken, was er sagt. Er soll mal schnell irgendwie ein Feedback geben, ob das jetzt gefaked ist oder nicht gefaked ist, oder ob es gefaked aussieht oder nicht gefaked aussieht. Und sag mal, wenn der denkt, dass es gefaked aussieht, dann können wir nochmal sicher gehen. Ansonsten, weiß ich nicht, will ich da auch nicht mehr zu viel Energie reinstecken, ehrlich gesagt. Ich mache einen Secure-Link im Fuchsbau und verschleiere die Daten soweit und gebe dann dem Doc einen Link dazu, dass er sich das angucken kann mit einem Passwort, was auf seine Person irgendwie ausgelegt ist. Na, sag ihm mal, er soll sich das schnell angucken, damit wir schnell eine Antwort kriegen, sonst können wir nicht mehr handeln. ASAP, bitte. Passwort Genie. Ja, du kriegst ASAP. Nee. Dr. Watch, the one, the only. The fucking awesome! manchmal ist es kein Geschenk, sich selbst zu hören. Also, ja. Du kriegst ASAP eine Nachricht, in der er versucht zu umschreiben, dass er sich zwar mit Anatomie ganz gut auskenne, jedoch diesen Vorgang als solchen nicht seiner Wahrheitsgehaltigkeit überprüfen könne, da er auch nicht weiß, wie man sowas denn staged und so. Und dass er, um das Bildmaterial als Fälschung zu sichern, nicht die Kenntnisse von Matrix und Co. beherrscht, die man da halt benötigte. Also auf Bildebene kann er nichts machen, und von wegen, es sieht erstmal so aus, als wäre da ein echter Mensch kaputt gemacht worden, aber er kann sich nicht sicher sein, man kann ja so einiges heutzutage machen. Und er hat das selten mitgemacht. Kennt er denn den Kollegen? Nee. Ich glaube da immer noch nicht dran. Lass mal da hinfahren. Wohin fahren? Also in die Nähe. Hallo, Klenes, willst du da echt hin? Nicht in das Gebiet rein. Sondern? Das stimmt, ist eigentlich scheiße, ne? Na, wobei, du weißt doch, wo der scheiß Doc ist. Ne, weißt du was? Pass auf, behalt das mal im Blick und guck mal, ob da jemand das scheiß Casino verlässt oder so. Und wenn jemand rausgeht und das vielleicht eine Frau ist oder irgendwer, der sich theoretisch als Mann verkleidet hat oder wie auch immer, wo die halt reinpasst, quasi, dann können wir immer noch gucken. Oder die ist schon längst weg, und das ist, aber die wissen halt nicht, dass wir auf der Dings sind, ne? Also nur so zur Vorsicht, aber ich glaube, also ansonsten hast du schon recht. Hör mal, Hasemuckel. Ja. Wir können jetzt nochmal alles auf eine Karte setzen, und ich versuche mich jetzt nochmal auf die Datenbomben drauf zu hacken. Also sprich, nee, nochmal. Lass es mal, Billy, echt. Was denn? Dann, die haben doch garantiert eine Korrespondenz dann dazu in ihrem verpeilten Haufen. Wer weiß, was wir da noch über die Fleische rauskriegen. Irgendwas, was uns vielleicht später noch sogar noch helfen könnte. Was meinst du denn? Ich meine, ich will es kurz machen, so schnell wie geht. Weil das wäre vielleicht doch schon interessant, weil... Ich weiß nicht. Wenn du jetzt sagst, nee, lass stecken, dann lass ich stecken. Dann keine Diskussion. Wenn du das unbedingt möchtest, mach's. Aber ich weiß halt nicht, ob es das
wert ist, dass du irgendwie gleich hier wieder mit einer Gehirnerschütterung oder was auch immer rumliegst und nicht mehr klarkommst, weißt du? Ich komm doch eh nicht klar. Ja, noch mehr nicht klarkommst. Nein, ich will nur nicht, dass es dir wieder die Rübe zerfetzt, weil wegen irgendwie was, was gar nicht mehr so... Das, ich sag mal so, das können wir uns vielleicht irgendwann nochmal für irgendwann aufheben, wenn die Fleischer Scheiße bauen und wir dann vielleicht nochmal, ne? Also wir dann vielleicht nochmal Infos brauchen oder sowas, dann. Aber so jetzt dafür. Ja, wenn nicht dafür, für was dann? Ohne Witz, also. Na gut, mach's. Aber nicht von hier aus, bitte. Nee. Ich weiß es nicht, Billy, du kannst das einschätzen. Ich kann das doch nicht einschätzen, wie gefährlich das ist und wie, was weiß ich, was das ist. Das musst du wissen. Das, ich kenne mich damit nicht aus. Ich mach's nicht selbst, ich hole mir einen Sprite dafür. Okay. Ich hole mir meinen liebsten Kabel-Sprite, den Vierer-Sprite, Chef. Der Kabel war nicht der Fünfer, genau. Nee, genau, der Kabel genau. Ist nicht der Fünfer. Nexian ist der Fünfer, der Kabel ist der Vierer. Ja. Billy konzentriert sich auf die Kabel, die aus der Wand kommen und fängt an zu kommen. An Hentai zu denken. An was? An Hentai. Hentai? Kabel? Ja, nee, ja, so. Ja. Tentakelporn, ich verstehe schon. Gut. Darf ich dir ein SR8 da erreichen, mein Liebster? Darfst du machen. Ich würde dir gerne hier mit 4 Erfolge auf den Tisch legen und ich muss mir noch meinen Entzug würfeln. Mein Fade. Und hab 2 Erfolge auf den Fade. Sehr gut. Komm, einen Zug. Jo. Und 3 Dienste frei. Sehr gut. Was waren das nochmal für ein Infiltrator oder was? Es war ein Infiltrator, ja. Ein 4er Infiltrator. Das ergibt Sinn. Der Knight windet sich aus den Kabeln, ja. Na, er hat nur geschrieben, dass er es gerade absolut misst, das hier mit dem Internet, und er ist nochmal weiter probiert, wir aber schon mal anfangen sollen. Ich habe ihm schon gesagt, was Sache ist, und er sagte, sehr gut. Ausgezeichnet. Also, dein gut. Liebster Kabel-Sprite windet sich aus der Wand und betastet wie immer, nee, nicht wie immer, aber betastet alles mal so in der Umgebung, guckt sich ein bisschen um, lauscht in die Geheimnisse der Matrix und dir. Hallo! Arschkind. Flüster ich in sein Kabel rein. Das ist auch wieder so ein Flüsterer, ja. Ich flüster ihm ins Kabel rein. Vorne in die Chinch-Klinke, weißt du? Ja. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich mit ihm docke, weil wenn ich mit ihm docke, dann geht es zu weit. Du! Und ich ziehe ihm VR das Symbol des Hackers, des Decks heran und zeige ihm das und sage, hier liegen Schätze vergraben, die wir unbedingt ergattern müssen. Ein Infiltrator-Sprite mit ein Infiltrator mit deinem Können sollte keine Probleme haben, auf dieses Icon zuzugreifen und entsprechende Informationen herauszubekommen. Ich vertraue deinem Können. Du hast mich bis jetzt nicht enttäuscht, mein Liebster. Du schmeichelst mir. Nein, du schmeichelst dir selbst mit deinem Können. Ey, das gebe ich dem scheiß Wichser jetzt noch einen Würfel mehr, oder? Oh, geil. Es lohnt sich doch immer, so spackig zu sein wie ich. Auf jeden Fall. Furchtbar. Ich liebe dich. Und dich auch, Flummi. Das nächste Mal kriegst du auch eine SMS. Pass auf. Jetzt fühle ich mich gerne. Auf der Schleimspur, die du gelegt hast, kann er 1A unter dem Piratenschiff durchsliden und quasi am Unterbugdings da des Schiffes sich ein Loch reinfräsen, ist dann gleich wieder zuspeicheln und befindet sich im Innenraum. Sehr gut. Da, wie ich es gewusst habe, dass das hinkriegt. Schön, mein Liebster. Jetzt. Du hattest gesagt, das letzte Mal, da wären 3 Datenbomben, ne? Nochmal zum Recap. Ich hatte bestimmt sowas gesagt. Dann würde ich doch vorschlagen, solle jetzt mal der mit der ersten Datenbombe anfangen. Sehr gut. Hast du gewürfelt? Ja, hab ich. Ach so, ja. Der Stimmt. Sprite macht sich daran, das erste Pulverfass zu löschen und überlegt es sich zwischendrin anders und führt eine kontrollierte Detonation herbei, die nicht auffällt, aber gleichzeitig alle anderen Datenbomben gleich mit entschärft. Das ist der kritische Patzer, den du dir gerade mit der Datenbombe geleistet hast, ne? Genau.
Wow, so geil. Es lohnt sich schon wieder. Billy, ich liebe dich. Ich mich auch. Ja. Gib deinem Sprite einen dicken Schmatzer von vielleicht mir. Merkt ihr, ja. Bitte was? Ich habe geile Hacker mit seinem übelsten Können, dem fällt nicht auf, dass da was passiert. Miss. Yo, Street Style, yo, Baby, yo. Genau. Ich meine, der ist auch abgelenkt, der kommt aus dem Zimmer raus, will einfach nur chillen und überall ist Hirnmasse verteilt und so, das ist auch nicht schön. Nee, der arme Kerl, der tut mir leid. Ja, ne? Armes Kindi. Der muss auch reiern. Der Arme. Hm. Ich kriegst du noch eine Schelle vom Chef dafür, aber eine richtige, nicht so eine Alex-Schelle, weil das ja gar nicht geht, ne? Hat er auch verdient? Ich leg ihm auf sein Deck einen Frischmint. Atemfrischmint. Sehr gut. Gut. Das wird er brauchen, weil der kriegt halt die Faust so tief in den Magen, dass es auch echt aussieht, also da wächst kein Gras mehr. Armer Kerl. Das ist ein hartes Leben. Aber ohne harte Kleve und da Frau kein harte Hamm, haben sie auch Kleve, ne? Das ist Logik. Ich hab kein Wort verstanden, aber kurz ist schon, aber. Echt nicht? Das war voll gut. Kennst du denn nicht? Nee, noch nicht, aber jetzt kenne ich ihn und ich bin sehr froh, dass du ihn mir gerade gesagt hast. Ich hab wieder was auf die Festplatte geschoben, was absolut unnötig ist, aber gut. Irgendwann wird es mir nützen. Schön. Ja, wie war das unnützes Talent Nummer X? Spielst du auf Planet Terror an, ja? Ja, klar. Ja, gut. Ja, du willst dann die Daten haben, nehme ich an, das ist auch überhaupt kein Problem. Drei Datenblöcke, bei denen ich auch noch vor ein paar Wochen wusste, was da so drauf ist. Also du hast einmal eine sehr große Liste mit ganz verschiedenen Namen. Wenn du, da sind sogar ein paar Daten dazu, da sind Personen, die über Moskau verteilt sind, in Gebieten, bei denen Jojo dann weiß, dass das ehemalige Fleischergebiete sind. Die Liste ist aktuell. Bei ein paar sind so ein paar Minuszahlen dran stehend und sowas in der Richtung. Schulden. Und auch so sonstige, ja, und auch so sonstige Informationen, die guten alten Fleischer hatten ja auch früher dann doch ein paar Leute, die sich aus irgendeinem Grund besser mit denen verstanden haben. Gut, sie waren auch früher nicht so extrem wie jetzt. Und also quasi so die Leute, mit denen sie sich gut verstehen, die Kontakte und Schuldner und sowas. Die zweite Liste ist. Das ist eine Liste von, also es ist eine Vorhabensliste wie das Casino Royal und zwei andere Orte. Das eine ist ein ziemlich, na, es war mal ein Wohnhaus, jetzt ist es wohl eher ein Lagerhaus für die Fleischer. Und dann noch ein kleineres Labor für Drogen und also echt der billigste Scheiß, die quasi durch Neuanschaffung auf gerätetechnischer Art zu sichern sein. Das dritte ist, Ist ja Upgrades dafür, oder was? Genau, Upgrades, also Max-Schlösser kaufen, bla bla bla, bla bla bla. Und das dritte ist was anderes. Und zwar, es ist das eine Liste potenzieller Ziele. Boah, warte aber jetzt hier dort. Eine Liste potenzieller Ziele in Donskoi, nicht im Fleischergebiet, die man zu Ruhm, Ehre und vor allen Dingen dem Erhalt von Monetoth ausrauben könne. Das sind vor allen Dingen so kleine also nicht Biokliniken, sondern so kleine legale Docs und Cyberware, Verpflanzungsstationen, ein Stuffer, aber schon auch sonst Sachen, die ein bisschen mehr Geld bringen. Oder sowas wie eine Aztec-Lohnsklaven, Ausrüstungskammer, also Taserverkauf und so ein Scheiß und Panzerung. Sowas in der Richtung. Mit aufgeschriebenen Schwächen, Personen, die dort arbeiten und möglichen Zeiten an denen und so weiter. Denkst du gerade an Tati? Nee. Okay. Was denn? Kann ich die Daten haben? Was zahlst du denn? Nein, natürlich. Wer zahlt denn dafür? Das ist gut. Wieso? Noch niemand, aber... Aber, Entschuldigung. Achso, zwei der Ziele befinden sich im Gebiet der Nazis übrigens im Norden, ne? 88 Soldiers?
Und eins davon ist so. Nee, warte mal, das sind nicht die ATS Soldiers, das sind die Human Nations. Und eins von denen ist sogar eins der humanes Gebäude, wo auch viele der Gänger dort noch, sagen wir mal, ein- und ausgehen und wo auch ein bisschen Zeug gelagert wird und wo einigermaßen krumme Geschäfte laufen. Sehr krumme Geschäfte. Nein. Da ich mich ja in Donskoi gut auskenne, wer könnte denn diese Information mit Dank begrüßen? Die Nazis. Okay, mit denen möchte ich keine Geschäfte machen. Die sollen sich immer schön gegenseitig zerfleischen. Ja, ja, das denke ich auch. Hier, Meisterlein, gut, ich weiß das noch nicht ganz so genau alles, aber es gibt ja doch verschiedene Zuständigkeiten auch in Donskoi. Und sagen wir mal so, wenn man da vorher von weiß und mit den Leuten, kann man da bestimmt auch theoretisch einen Deal abschließen, dass man da mal ein bisschen ne, so quasi zum Vorteil der Gang das Ganze nutzen. Meinst du, wir sollten da mal mit Alex und Vlad drüber reden? Das, also ich war da schon gerade am Überlegen. Das tun. Ja, dann lass uns doch nicht lang schnacken, lass den Kopf in den Nacken. Je schneller die Daten haben, desto besser, oder? Das ist ein kleines Meisterlein, du musst mir jetzt nochmal ganz kurz sagen, ob das eine ganz beschissene Idee ist. Eigentlich ist das eine gute Idee, glaube ich. Lass doch den Meister raus. Das ist doch deine Entscheidung. Nee, ja, das weiß ich. Aber wir haben hier noch die Diskrepanz, dass Jojo sehr lange mit der Gang zu tun hatte und ich nicht. Deswegen rückversichere ich mich bei manchen Geflogenheiten ab und zu mal, ob das überhaupt so geflogen ist oder ob das nicht geflogen ist. Deswegen fragte ich den Meister, weißt du, um... Gangknicke. Genau, der Gangknicke, den ich persönlich, da ich nie in einer Gang war... Sagt sie. Da ich nie in einer Gang war, quasi nicht beherrsche. Deswegen muss ich mich bei solchen Dingen ab und zu mal rückversichern, ob das auch, ob ich da jetzt gerade völlig quer denke, weil das nämlich auch schon vorkam. Also ich kann dir da ganz sicher sagen, das ist gut. Das ist, ja, ich weiß, dass das gut ist. Das ist gut. Dann klingelt jetzt das zweite Mal innerhalb von wenigen... Warte, nein. Swanta ist doch eindeutig gefragt. Ach so, na klar, geht auch, stimmt. Du hast recht. Das ist dir überlassen. Ich hab dir gesagt, du sollst dich. Warte mal kurz, du sollst dich hier verpissen und nimm deinen mickrigen Schwanz mit. Wenn du nochmal hier auftauchst, reiß ich ihn dir nämlich. Außerdem schuldest du mir noch für dieses Kackimplantat einen Fünfer. Jetzt verpiss dich. Jojo, was kann ich machen? Machen kannst du gar nichts, aber wenn du Lust hast, könntest du vorbeikommen oder wir kommen zu dir. Wir haben nämlich ein paar Infos, die ziemlich praktisch sein könnten. Oder es, also ich glaube, dass sie sind, aber... Na, dann komm ich halt mal rum. Gut, bis gleich. Wie machst denn du das mit deinen Liebhabern? Hä? Wenn die nervig wären, haust du denen gleich eine rein oder bist du noch einmal nett? Hä, wie noch einmal nett? Wenn die dir auf den Sack gehen und du die dann rausschmeißt, ne? Ja. Dann holst du dir einen neuen und dann kommt der Alte aber wieder und heult rum und ne, haust du den dann gleich direkt die Fresse blau oder bist du noch einmal nett? Ich hab da echt noch nicht den richtigen Weg gefunden, meinen kleinen Fragst Fassern. Fragst du, ob er gut bei fickt oder nicht? Bei mir kommen die nicht wieder. Ja, wie machst du denn das? Keine Ahnung. Na, ich komm mal rum. Jetzt oder was, sofort? Ja, klar. Bist du zu Hause? Ja. 10 Minuten. Okay. Piep, piep. Bei so Sachen musst du Billy fragen. Da habe ich immer einen guten Spruch auf dem Lippen. Das ist nicht ganz falsch. Ich darf ja bei so einem Gespräch nicht zugehört haben, deswegen... War ja so angesagt, ne? Mhm. Ja, du hast theoretisch nicht zugehört, also du hast keine Verbindung gehabt. Jojo macht die Tür auf, weil es hat bestimmt gerade geklingelt. Ja, genau. Das war das, was ich andeuten wollte. Naja, Swante steht da draußen rum und guckt sich deine Bude von außen an. Hast die Tür auch bunt gemacht, Alter, echt. Na klar habe ich die Tür bunt gemacht. Ich hatte noch Farbreste, irgendwo mussten die hin.
Ich habe alles irgendwo das hier verteilt. ist, was hast du auch gemacht, echt? Sie zeigt auf ein, nein, nicht von dir, auf die güldenen Lettern, die an deiner Tür prangen. Zitat, also das steht auch da, Zitat, Anführungsstriche. Ich versuche dich zu verstehen, aber es hilft auch nicht weiter. Zweites Zitat. Das habe ich jetzt verbal nicht verstanden. Dann stehen da jeweils dahinter Jojo und ein Datum des letzten Jahres. Und dann steht da noch darunter, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Nee, das war Guso, glaube ich. Geil, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das war auch noch frisch. Toll, jetzt habe ich hier Goldscheiße an der Hand. Schmiert's an deinem Gesicht ab, passt besser mit dem Glitter, Prinzessin. Ah, jetzt kommt dann rein. Schön. Sie macht die Tür zu. Siehst du mal, die Frau kennt sich aus. Ja, das so. Kenne ich. So, jetzt hier, sie geht zu deinem Kühlschrank, bringt jedem ein Bier mit. Oh, danke. Jojo setzt sich hin. So, Daten. Hier, wirf mal einen Blick drauf. Ja, das Lesen dauert lange und vorlesen lassen dauert auch lange. Kannst du auch mal erzählen, grundsätzlich so. Naja. Frisch vom Fleischer-Hacker-Gedönse-Typ, was auch immer das ist für ein Kid. Keine Ahnung. Das weiß. Script-Kiddy. Ja, so ein Script-Kiddy. Genau, also frisch vom Deck quasi. Eine Liste von Schuldnern, die ist relativ uninteressant. Eine Liste von zukünftigen Überfallzielen in Donskoy. Eine Liste von possible Upgrades, die sie machen wollen an gewissen Locations. Genau. Sorry, dass ich dir da ins Wort falle. Und eine Menge Infos über Leute, von denen sie da irgendwie noch Geld abpressen wollen. Und auch welche in Yoshnoya? Yoshnoya haben wir nichts gefunden jetzt, ne? So, die meisten, das war nur Donskoy, ne? Sorry, ach so, das hatte ich vorhin gar nicht ganz genau gesagt. Die Schulter sind über Moskau verteilt, überall, wo die Fleischer früher waren. Und das wisst ihr auch nicht mehr genau. Ja, die waren auch in Yoshnoya so ganz schön dabei. Nein, in Yoshnoya sind auch ein paar, zumindest von den Schuldnern sind ein paar in Yoshnoya dabei, ja. Okay, cool. Frisch vom Deck, wo da, was wurde das hier? Casino Royale. Ist das der Puff oder ist das das Spielhaus? Casino, das Spielhaus. Casino, sag doch der Name schon. Klar. Das Lexikon übrigens geht wieder aus an ihrem Comlink. Du hast das mitbekommen. Casino war ja auch jetzt nicht ganz geläufig. Okay. Na Juti, das ist gut. Pass mal auf, du bist ja hier in Donskoy einigermaßen vernetzt. Ja. Dann kannst du irgendwann mal ein paar Mal mitkommen, mit so ein paar Leuten reden. Ja. Damit die Bescheid wissen und dann ein paar Fleisch irgendwie abknallen können. Das ist gut. Wie seid ihr da dran gekommen? Also warum? Also wie jetzt? Wegen Matrioschka, weil unsere Matrix-Künstlerin hier quasi ein Auge darauf hatte und wir dann wissen wollten, ob die Tussi wirklich abgekratzt ist oder ob das nur ein Fake ist. Und dann hat sie sich wie, halt... Wie, die ist abgekratzt? Naja, abgekratzt die ist abgekratzt. Worden. Abgekratzt worden. Der eine kratzt sich jetzt noch aus den Händen. Das kommt davon, wenn du einfach mit Leuten Geschäfte machst, die sich schon Fleischer nennen. Da kann er eigentlich, also, echt jetzt. Naja, es war echt witzig. War's gar nicht. Sei mal her. War voll eklig. Willst du Popcorn? Billy geht raus. Ich leg's auf die AR-Wand. Bitte, mach's groß. Ist groß. Gut. Pinch ist halt noch größer, wenn du reinzoomen willst. Ich geh an den Blumentopf. Du kannst es auch so erlegen, dass du es nicht siehst und die anderen schon. Ja. Du musst auch nicht für mich sind überall schwarze Balken. Sehr gut. Billy ist so übergehend blind. Schneeblind. Das ist ja voll schäbig, Alter. Wieso hat der da im Gesicht rumgemalt? Na, weil der faken wollte, also weil sie wahrscheinlich eine OP wollte, damit sie sich ein neues Gesicht machen lassen konnte, damit sie rausgeht, ohne dass ihr direkt der Kopf abgerissen wird. Und das haben sie ihr quasi vorgespielt, damit sie halt mitmacht. Und eigentlich war wahrscheinlich der Plan von Anfang an, irgendwie die alte stückweise zu verticken.
Mann, hier muss Jan schön irgendwie, da muss echt der Eierstock gekratzt haben, wenn die sich ein anderes Gesicht gemacht hat, weil da verdienst du auch keine Kohle mehr. Wenn du da rauskommst, weißt du wie? Ja, sicher, aber pff. Besser eine neue Identität als tot. Dachte so, wo? Scheiße war's. Dumm gelaufen, oder? Deswegen, plastische Chirurgie kann tödlich sein. Prost, Hab ich trinke immer ich auch. gesagt. Ich guck kurz auf deine Brüste. Prost. Ich Und guck dir auf meine Jenninger kommt Brüste. beim Wort Brüste. Hallo, das habe ich gehört. Ja, deswegen, ja. Er hat einen guten Dings, sehr schön. Ja, jetzt Wirst habe gleich ich auch eine aufgeklärt. 35er Mbits-Leitung. Sehr gut. Aber wo hast du die Stein gehackt? So, also, Svante guckt auf meine Brüstchen. Und? Sollst du ja auch mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist doch nicht echt, guck dir das doch mal an, die Hupen. Mit den Ja Eutern, und? da kannst du doch irgendwie fünf Milchkühe, also hier Babykühe, da, Na, wie sag es heißen nicht die? Milchkühe zu mir. Nee, mit denen kannst du die versorgen. Hast du bist Da doch auch noch braucht der Kunde. 4000 Liter Bewegung oder was? Ja, was denn? Habe ich Eierstöcke, die irgendwie gerade transparentieren oder so? Ja, was weiß ich, blutest du? Ja, aus der Nase manchmal, wenn ich einen draufkrieg. Also ja, so auch so ein Dingsstäbchen irgendwie. Wie die hier. Was, Spirale? Irgendwas halt, irgend so ein Hormonscheiß, dass da nicht mehr Blut ist. Ja, klar. Hatte ich nie Bock drauf, weil. Kennst du den? Ist Svante blond? Nee. Nee, ne. Nee, ne? Nee. Weißt du, sitzt, ne, Svante, sitzen zwei Blondinen am Schachbrett. Sagt die eine, kennst du die Regeln? Nee, wieso blute ich aus der Nase? Oh Gott. Jetzt hab ich verstanden. Ne? Ey, nee, pass mal auf, jetzt ein Tipp, ne? Pass mal auf. Ja, Achtung. Hast du also deinen Ficker? Und wenn Ja. du deine Tage hast, hast du ja eh schlechte Laune, egal ob du blutest oder nicht. Das heißt, wenn du ordentlich blutest, dann hat der gefälligst zu lecken, damit er auch was von der Scheiße hat. So sieht Ja es klar. aus. Schön, das ist eisenhaltig, das ist voll gut für den. Das musst du den nur mal Genau, richtig dann heulen die immer so verkaufen. rum und dann gibt's erstmal richtig, aber sowas von Face-Sitting, Alter. Rimming, Ja, das ist aber dann auch der schön. Plan. Richtig, erstmal schön auf die Kimme geleckt muss der. Ja, genau. So sieht's aus. Deswegen habe ich sowas nicht. Genau. Billy guckt Sehr verstohlen gut. zur Seite und trinkt an ihrem Bier. Jojo sagt mit Absicht nichts. Wahrscheinlich gucken sie sich beide kurz an, verkneifen sich dann voll des Gelache und trinken beide ein Bier. Nee, Jojo verkneift, also Jojo guckt Billy dabei auch nicht an, die, Willst du das geht losprusten nicht, sonst müsste wahrscheinlich? die lachen. Ich wüsste jetzt gar nicht wieso. Also, du kommst ein paar Mal mit mir mit, das mit den Schuldnern können wir ja oben selber klären. Was? Das war's, dritte, die Was, Upgrades was, was, interessieren was, was? sowieso keine Moment. Sau. Was können wir mit den Schuldnern selbst klären? Ihr nicht. Ach so, ich wollte Kennt ihr gerade ihn von sagen. denen? Wenn er Was? keinen kennt, also wenn er keinen kennt, ist Kennt er ihr eigentlich echt irgendwen Wurst. von denen? Nee, ne? Oder doch? Nö. Meister? Oder Billy? Beide nicht. Nee. Wir könnten höchstens auch mal Kabi noch die Liste der Schuldner zukommen lassen, ob der was damit anfangen kann. Sobald er mal wieder Besser nicht, gesund der ist, ist. glaube ich, gerade überfordert mit sich selbst. Ja gut, so eine Aber mach das mal, weil Darmreinigung. in den nächsten Tagen gehen wir da zu den Leuten hin, die in unserem TÜV sind und dann haben die andere Schulden. Verschisse. Na, schon Jo. klar. Ja, Billy schickt Kabi auf jeden Fall mal noch die Liste der Schuldner in, ob der vielleicht irgendwie da was kennt. Wir sind ja keine Unmenschen, weil der ihn kennt, ist immer auch netter. Dann sag doch mal Bescheid und ich sag dir die nächsten Tage, vielleicht dauert es noch ein bisschen länger, Bescheid und dann passt das. Kann ich wieder vom Acker machen jetzt. Juti. War nett. Ach Ja, und das ist richtig. ne? Danke fürs Bier. Bitte, sagt Jojo. Kein Ding. Die Die hat's mir geht. aber gebracht. Das ist, finde ich schon, das ist schon was aus. Also ich Schon. mal. Das Die hat mir stimmt. ein Bier gebracht. Ist voll nett. Das ist Jo, Wante. sie gibt euch dann auch noch eine Ghetto-Faust. Dann geht's. Eine Fistpump. Gut. Ey, Kaban, ne? Du Hier ist musstest er ja noch. eher vom Hause der beiden weg, weil du ja übelst einen Dünnschiss hattest. Der ja echt das Jojos Klo so gesprenkelt hat. Also da war echt, ne?
Dann musstest du ja nach Hause. Dann bist du zu Hause angekommen, hast dir da was eingeworfen und es wurde einfach direkt besser. Hast du ein Glück. Du bist ja auch immer so krankheitsanfällig und so ein Rotavirus, Alter, das ist auch nicht schön, aber kann man jetzt zum Glück alles behandeln. Und als das dann langsam anschlägt und das dir nicht mehr dann auch noch quasi hinten und vorn raus strömt, kriegst du irgendeine komische Liste mit irgendwelchen komischen Namen von Billy. Wo drauf steht, schön. Kennst du jemanden davon? Tui? Die Antwort lautet nein. Dann kriegt sie auch die Antwort nein. Gut. Danke. Geht's dir besser? Ein bisschen. Dann leg dich nochmal hin und trink einen Kamillentee. Ja. Das ist ein guter Plan. Was geht's denn besser? Ja, kackst du noch? Ja, die Medikamente fangen warte mal zu wirken. Sag dem mal, der soll vorbeikommen und mein Klo putzen. Sag ihm das doch gerade mal selbst. Jojo schaltet sich da ein. Kavan! Ja, was? Schwing deinen Arsch her. Ich glaube, ich lasse mir mal ein bisschen Zeit. Schwing deinen Arsch hierher. Ich will deine Kloschüssel nicht schon wieder sprengen, also ich muss dich ja sowieso noch sauber machen und da habe ich mir gedacht, wartest du erst ab und dann mache ich sie nachher sauber. Gut, dann kannst du gleich vorbeikommen und es sauber machen. Ja, und wenn dann die Medikamente nicht wirklich wirken? Dann gehst du raus zum Scheißen. Oder versuchst einfach mal zu treffen. Ich hab getroffen. Ja, das ganze Badezimmer. Was kann er denn dafür, dass sein Arsch halt einfach größer ist als der kleine, da der filigrane Popo von Jojo? So, ich bin auch nett. Das, was die Drohne machen kann, lasse ich die Drohne machen. Den Rest kannst du dann bitte selber machen. So war der Plan. Gut. 4 Stunden später. Vier Stunden später. Kavan geht's wieder richtig gut. Aber deine Drohne, Alter, die kommt überhaupt nicht zurecht. Die muss gerade irgendeinen Fehler haben. Also irgendwas im Mechanischen, den du über längere Zeit beheben müsstest. Mann, das ist echt traurig. Alter. Ich putze das Klo, sobald ich da bin. Gut. Es entwickelt sich. Weißt du, ich habe jetzt hier 1000 Staffeln immer die Weiber jeden Scheiß wegputzen lassen müssen. Jetzt habe ich dich, jetzt geht's los. Das Muster irgendwie. Ja, ich habe Putzutensilien dabei, weil ich nicht weiß, was er hat. Sau gut, Digga. Hast du auch so ein schönes Kopftuch? Das kann Billy ihm geben. Ich habe eine Glatze, ich brauche Kopftuch. Kein Haarnetz quasi dafür. Nein, ich habe einen Wischmopp und so weiter und so fort, alles was man so braucht, ne? Und Handschuhe. Hochdruckreiniger. Kercher. Weil, ganz ehrlich, wie sieht das alles aus? Was ist da passiert? Mann, also da war echt, also... Der braune Ton. Ich sag mal, weitreichend. Detonativ. Wenn das ein Verb-Adjektiv wäre. Wenn es ein Verb wäre auch. Sag mal, möchtest du öfter zum Putzen vorbeikommen? Und ich hätte auch Putzutensilien da gehabt, so mal, nur mal so nebenbei. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob das die guten sind. Seit ich Billy kenne, habe ich Putzutensilien da. Moment, wieso jetzt wegen mir? Weil ich eigentlich so die schlimmsten Tage oder Morgende zu Hause tatsächlich hatte, wenn ich mit dir unterwegs war. Weil ja, aber Moment. Weil ich sonst selten zu Hause wach geworden bin, deswegen ging das dann. Ich hätte es eher gedacht, weil du mir ein schönes Zuhause bieten möchtest. Na, du wohnst doch gar nicht bei mir. Ja, aber trotzdem, wenn ich halt schon mal da bin. Ach so, ja. Eigentlich dachte ich, du willst, du kommst her wegen mir und nicht, weil du hier ein schönes Zuhause haben willst. Du hast halt aber auch schon 4-mal mittlerweile die Bude gewechselt, seitdem ich dich kenne. Das ist Gott, richtig. Alles hier ist Jojo-Original. Das schöne Skateboard-Regal. Ne, das meiste hier ist mittlerweile selbst gebaut. Ich habe keinen Bock, immer alles neu zu dingsen. Gut. Gut, okay. Also, wie gesagt, ich putze den Scheißladen und, schrecklicherweise, da hat man einmal kein Internet. Und dann, ja, was war das für eine Liste? Eine Schuldnerliste. Na dann. Ich konnte keinen davon. Der Fleischer. Der Fleischer. Wir haben ja so ein kleines Video
Und Billy spielt. Ja. Billy spielt wieder und zum fünften Mal das dumme Video vor und blendet wieder alles für sich selbst aus und lässt Kaban gucken. Jojo reicht Kaban Popcorn. Jojo beschreibt Mother Flummi. Oder das ist mir egal. Ja, Flumse. Hau rein. Also, dein Zuhause. Mein Zuhause, alles klar. Ja, du siehst Matrioschka, die. Also eigentlich siehst du einen Tisch im Casino Royal. Wir haben ja schon öfter diese Kamera-Features quasi gesehen und dann siehst du, dann siehst du den Gang, also den Boss, der da rumgeisterte, normalerweise in diesem Hinterraum, den siehst du halt aus diesem, genau, den siehst du aus diesem Hinterraum rauskommen und dann siehst du auch Matrioschka, die auch aus dem Hinterraum rauskommt. Du siehst einen Doc, der hineinkommt. Auch in diesen Raum, wo die jetzt alle sind, mit dem Tisch. Das ist halt irgendwie, sieht alles nicht so besonders steril aus, aber darum geht's ja nicht. Und dann siehst du, wie die sich unterhalten. Du kannst auch den Ton dazu hören. Die unterhalten sich über eine plastische Operation quasi, eine Gesichtsveränderung von Matrioschka. Ihr werden da auch ein paar Striche ins Gesicht gemalt und so weiter. Während der Doc seine Tasche dann aufmacht und sie auf diesen Tisch gelegt wird, oder sich auf diesen Tisch legt, holt der Doc etwas aus seiner Tasche heraus. Matrioschka wirft einen Blick in diese Tasche, fängt an zu schreien, springt auf, will weglaufen. Der Gangboss schnellt mit seinem Arm vor, greift sie am Hinterkopf und dann passiert etwas, das Jojo mit Absicht in Slow Motion abspielt. Also, seine Metallfinger graben sich immer tiefer in den Schädel hinein. Du siehst erst, wie die Haut so leicht ausgebeult wird. Dann merkst du, wie plötzlich irgendein Widerstand bricht und eine Masse aus erstes das Blut, später ist es etwas zähflüssig, grau-weiß. Später bekommt es ein schönes Pink, weil sich das Weiß mit dem roten Blut vermischt. Aus seiner Hand herausquillt. Davon will ich ein GIF. Und ein Klingelton, wann immer er eine SMS kriegt, dann macht's genau dieses. Ja. Das ist so gut. Auf jeden Fall, genau, siehst du das, während er sie halt quasi zurückreißt und dann ja, liegt ein Kadaver aus einem zerquetschten Kopf, der ist hinterher so richtig schön deformiert, weißt du, wenn so die Knochensplitter so kreuz und quer stehen und der Schädel eigentlich kein Schädel mehr ist und die Augen auch nicht mehr da sind, wo sie mal waren und der Typ hinterher irgendwie so halb diesen Skalp in der Hand hat und das Gewebe so komisch an der Seite herunterhängt, das ist schon echt schön, mit den Haaren, die da wunderbar am Nacken und an den Schultern kleben und ja, dieser Kadaver wird dann auf den Tisch verfrachtet. Der Doc schimpft noch ein bisschen, wie das denn sein kann. Und jetzt ist der Charakter abgekratzt und jetzt sind die Organe nicht mehr so viel wert, weil so viel Stresshormone ausgeschüttet wurden, etc. pp. Dann nimmt er sich ein Skalpell oder so etwas ähnliches, macht ihr die Bauchdecke auf, schneidet ihr die Hornhäute raus und entfernt alles aus diesem Körper, was sich irgendwie transplantieren lässt. Hornhäute? Was? Ich weiß auch nicht die genau, Augen. Die Augen. Naja, nicht Hornhaut, sondern nicht mehr, da ist nichts mehr mit Augen. Ja, stimmt, die waren Augen. Nicht mehr zu retten. Ja, du hast recht. Genau, du hast recht. So, und nachdem du das jetzt gehört hast, fragst du dich nochmal, warum ich es nicht erklären wollte. Ich hätte es gar nicht so toll hingekriegt. Das ist richtig. Flummi ist schon manchmal ein bisschen beängstigend in ihrer Genauigkeit des menschlichen Sterbens. White Russian, jetzt auch mit Flummigore. Prädikat Flummigor. Aber unabhängig davon sieht der Rest ihres Kopfes aus wie so ein Stressbewältigungsball. Oh, ich dachte so an Pizzateig, wenn man Pizzateig so schön knetet. Oh ja, genau. Geschimmelt oder so irgendwas. Gut. Wegen den Haaren. Ach, wenn ich künstlerisch begabt wäre, würde ich das nachbauen als Modell. Das ist witzig. Gut, haben wir eine Sorge weniger, würde ich sagen. Was machen wir jetzt mit dieser Liste von den Schuldnern? Gar nichts, darum haben wir uns schon gekümmert. Ja. Okay, also was war damit? Ich glaube, wir haben jetzt einen großen Gefallen bei den Falcons offen. Mehr oder weniger. Also wir haben es an die weitergeleitet, die es wahrscheinlich am besten verwenden können, wenn ich das mal so sagen kann.
Weil wir jetzt direkt mit dem Zeug nichts anfangen können. Pff, aber. Ja. Momentan jedenfalls. Die Falkens aber schon. Okay. Ja, dann ist doch gut. Und wenn jemand das verwenden kann, ist auch schön. Gut. Dann können wir uns ja jetzt überlegen, wie wir an diese ganze Geschichte rangehen. Wir müssen Kabay neu einkleiden. Wir müssen alle der Klamotten seinen... besorgen, glaube ich. Nee, Schätzelein, du bist die Einzige, die Klamotten braucht. Kabay hat seinen wunderschönen Businessanzug. Wir gehen jetzt ins Tech-Center und gehen schön shoppen mit dir. Ja, und ich habe mir schon per AR quasi hier diese tollen Nadeln und so weiter bestellt. Ich gebe Bilder davon, ne? Das sieht dann authentisch aus. Die brauche, hast du mir auch eine mitbestellt? Ja, ich habe dir ein Medaillon mit, also ne? So ein Brosche. Eine Brosche, danke. Dankeschön. Bestellt. Supi. Dann gehen wir jetzt zu Sanja, würde ich vorschlagen. Vielleicht hat die auch noch eine gute Idee, was mit ihr anknüpfen. So. Also, shoppen. Nicht zu schick, so. Bitte. Die kleine Jojo muss jetzt erstmal noch gerade mal, die kriegt jetzt Pigtails gemacht, also kleine Zöpfchen. Billy macht ihr schöne nee, Zöpfchen. Keine Zöpfchen, bitte. Ich Zöpfchen. Es muss aber Ruhe. Nicht zu jung sein. Du kriegst Zöpfchen gemacht. Setz dich jetzt hin, lass mich dich bürsten. Können wir dann mit diesem Aufzug zu ihr in die Bar fahren, also in ihr Ganggebiet fahren, damit die auch ihre Gangschammer das sehen? Jojo steht auf. Freund. Ja, setz dich wieder hin. Ganz vorsichtig, mein Bester, ganz vorsichtig, du. Alter, was die plötzlich für dicke Eier bekommen hat, oder? Eierstöcke. Ich dachte, die wurden ihr entfernt. Was? Wann? Nee, hast du die noch? Warum sollte man die nicht mit den Hormone? Bei deiner Cybermöse denke ich immer, da ist alles weg und alles dran, ey. Nein, die inneren Organe sind noch da. Sowohl Eierstöcke als auch Gebärmutter sind noch da. Bitte? Ist mit dem Hormonhaushalt sonst kompliziert, oder? Ja. Der ist doch bei dir sowieso im Arsch, Alter. Ja, noch im Ärscher. Wieso soll der bei ihr im Arsch sein? Bei der Scheiße, die du frisst? Was? Ja, das hat mit dem Hormonhaushalt zu tun. Das keine Ahnung. Das hat gar nichts mit dem Hormonhaushalt zu tun. Es sei denn, Insulin vielleicht, aber... Ja, Insulin ganz sicher. Also fahren wir jetzt zu Sunny. Bla, bla, bla. Ja. Billy kündigt uns an. Ich spreche von mir selbst in der dritten Person. Schön. Ihm gefällt das auch. Ja, ihr seid da. Hallo, Sunny. Ihr seid angekündigt. So, hi. Hallo. Sunny, wir brauchen mal... Moin. Also, Sunny, hier erstmal, du kennst ja noch die kleine Jojo, ganz klar. Die Süße. Ja, und das hier ist Kaban. Moin. Sie reichte dir ihre Hand weibelig. Ich auch, werde ihr quasi einen Kuss andeuten, genau, aber es wird natürlich kein richtiger Kuss, sondern nur angedeutet. Natürlich, nur den Hauer berühren ihre Hand. Das lässt sich schwer vermeiden. Mein Etikett ist auch nicht so gut, also von daher. Ich muss jetzt keine Charakterbeschreibung dir darreichen, du weißt, wie sie, ne? Ja. Ja. Gut, Frau Dracula. Queen of the Night and Darkness and Death and Beauty and Sheet. Ja, so, Beauty gesagt, jetzt vielleicht nicht unbedingt so. Okay. Was? Du hattest gesagt, Jojo soll irgendwie mal wieder... Oh, ich muss herhalten. Kennst du auch, dass das nötig ist? Kennst was? Du noch den Habe ich ja was? Auch gesagt. Was sagt sie? Es ist nie zu spät, deinen Skill abzugraden. Spinnt ihr eigentlich alle? Level 1 ist einfach zu erreichen, wenn du verstehst, was ich meine. Wieso denn alle? Ich habe gar nichts gesagt. Ehrlich. Also worum geht's denn genau? Schau dir dieses Ebenbild von Jungfräulichkeit und Lieblichkeit an. Also ich meine nicht mich, sondern ich meine sie. Tut mir leid, es war jetzt vielleicht nicht ganz gleich offensichtlich. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen die junge Dame etwas jung, sagen wir mal so um die 16, 17 aussehen lassen. Du siehst ja schon, wie ich mit den Zöpfchen gearbeitet habe und mit dem ganz leichten Make-up. Ich habe sie auch extra nicht mit Rouge versehen, sondern nur gekniffen. Und des Weiteren bräuchten wir jetzt ein adäquates, sagen wir mal, Schulmädchen-Report-Uniform, like. Ich brauche keine Schuluniform. Nein, like, habe ich gesagt. Das like am Ende bedeutet so wie. Pass aber auf, nicht genau.
wir müssen... Knickerbocker. Wir müssen uns in einem guten B-Gebiet bewegen und sagen wir mal, wir möchten alle durchgehen als, ne, wie, du weißt, was ich meine. Soll das die Art Schulmädchen sein wie in Schmuddelfilmen oder soll nein. das nein, die Schulmädchen... Nein. Ganz dann normale... Dann würde ich die Zöpfe ehrlich gesagt auflösen, denn Schulmädchen im Alter von 16, 17 haben die ja nicht. Danke. Das ist denen ja wieder zu ja, hören. Das ist aber ja eher der Traum von dickwänstigen Männern. Feder und Krupp. Die doch erst recht nicht. Die haben einen streng nach hinten, die haben einen Duttenstreng oder einen strengen Zopf, aber so. Tails, ich weiß nicht. Danke. So stellen sich das doch immer dann die Lastkraftwagenfahrer vor. So, der Witz bei der ganzen Sache ist, die dezente Rebellion. Auch noch. Ja, so ein ganz dezent. Also quasi Seder-Krupp-Gedönse, möglichst irgendwie da konzerntauglich, aber mit einem leichten Hang zur unterschwelligen Rebellion. Da, wo es halt möglich ist, um ein paar kleinere Grenzen auszureizen. Du kennst dich da bestimmt besser aus als ich. Sind das jetzt wieder richtige Haare? Ja. Wir müssen etwas gegen diesen Splisten. Die sind noch, können noch gar nicht. Sie blickt. Die sind einen Monat Billy alt. Vielsagend an. Billy zuckt mir bei den Schultern. Da muss Glanz rein und das ist Spliss, junge Dame. Kreativ. Die sind vermutlich nicht ordentlich geschnitten worden. So sieht es zumindest aus. Sie sind so stumpf am Ende. Habe ich auch gesagt, Kreativ muss rein, aber auf mich hört ja keiner. Jetzt bist du bei mir, das heißt, du musst jetzt da hören. Komm mal mit, wir setzen dich da mal hinten hin. Ja. ja, du wirst hergerichtet. Ja. Schulmädchen. Ganz normale Jugendliche im Alter von 17. Weil da kann man halt auch viele Knöpfe aufmachen als Rebellion. Und mit viele meine ich nicht so viele, aber halt genug, weißt du, da bist du flexibel. Rock ist eigentlich schon Pflicht mit einer Strumpfhose, die halt irgendwie Wärme, Dings, Plane und so weiter, damit es nicht so kalt wird an die Füße leihen. Schuhe mit Absatz sind Pflicht. Aber dezent im Absatz, bitte. Dezent im Absatz, natürlich. Ja. Aber halt auch nicht zu wenig. Kannst du da überhaupt drin laufen? 3 bis 4 Zentimeter. Geh mal auf. Komm mal in die Schuhe rein. Los. Hast du nicht die gechippten Schuhe? Bitte was? Die Schuhe, die automatisch den Gang anpassen. Gechippte Schuhe. Ja, doch, das sind solche. Aber trotzdem bedarf es ja einiger Übung, um dann... Ich meine, wenn man ordentlich läuft, der Oberkörper, der schlenkert dann trotzdem... Ja, wenn ich das so sehe, der schlenkert hier immer noch so rum wie bei... Gib mir noch ein paar Tage zum Eingewöhnen oder ein paar Stunden, dann erinnere ich mich wieder, wie das geht. Bücher. Lady Bücher Foxy? Unter die Arme. Ja, Bücher. Genau das wollte ich gerade sagen. Unter die Arme auf den Kopf. Ja, mindestens. Stock in den Rücken wollte ich jetzt eigentlich ersparen. Joje fühlt sich gerade an vergangene Tage erinnert. Stock in den Rücken würde ich auch nicht empfehlen. So ein leichtes Hohlkreuz wäre vielleicht bei dieser sehr grazilen Gestalt sogar noch besser, damit die Oberweite noch ein bisschen raussticht. Das ist ganz wichtig. Wir können auch hier... Kannst du ihr nicht pushen? Push-up. Ja, danke! Aber einen, der das Maximum rausholt. Das ist zwar nicht so viel, aber es ist das Maximum. Du hattest hast das Gefühl, du hast nie so große Brüste gehabt. Oder zumindest so gestauchte. Und große. Sieht doch voll aus schon. 95% Stoff. Nee, so nicht. Das fällt dir dann auch auf. Hauptsache schön nach oben gedrückt, das kommt in der Bluse auch gut, wenn man die obersten 2, 3 Knöpfe offen hat. Dann sind die so nach oben gepresst wie in einem Dirndl. Verstehst du? Eigentlich wäre ein Korsett, nee, Korsett passt da nicht rein. Eigentlich könnte sie sogar ein Dirndl tragen, sie kommt ja schließlich aus Deutschland. Nein, sie kommt nicht aus Deutschland. Nein, ich meine, sie sind aus SK. Ja. Ja, aber. Das wäre heißt, zu viel des Guten. Die ist nicht auf dem Oktoberfest. Und die haben ihren Sitz in Essen, also nicht in München. Richtig. Und wenn, dann würden wir eh nur auf die, nicht auf die Vasen, sondern würden wir nach Cannstatt gehen. Ich überlege gerade noch. Ja, sie bietet dir noch, ja doch, Ohrringe an, die
einen Ach, Drachen darstellen, der eine gefiederte Schlange ist und damit schon leichte Rebellion gegen Sedokrupp, denn der Sedokrupp-Drache ist ja nun mal kein asiatischer Drache, verstehst du wie? Und ich glaube, der Lochbühr versteht sich auch ja nicht gut mit dem Asiadrachen. Das ist richtig. Eieiei. Dezent und sophisticated. Hat er gut gemacht. Geht so. Du hast früher auch gerne mit Barbies gespielt, ne? Das merkt man. Ja, mit meiner Schwester immer. Die hat nie mit ihrer Barbie gespielt. Ich hatte Spaß. Hm? Die Schwester hat sich dann die Pocket, das fand ich nicht genommen. So geil. Nee, hatte ich nicht. Die hat mich nur verprügelt dann. Das hat auch ihr quasi Freude bereitet, auf jeden Fall. Genau, ansonsten brauchst du eigentlich, die kriegt noch ein paar hier so Arm, nicht Armbändchen, sondern so eine Schnalle da so aus Metall, weißt du wie? Und eine Kette wahrscheinlich. Eine Kette auf jeden Fall. So, das wäre Outfit Nummer 1, die braucht mindestens 3. Das machen wir halt an Anlehnung daran. Ich denke auch. Noch was weniger, etwas legereres und irgendwas, was ja, ein bisschen sportlicher ist. Ich denke, das sind ja die beiden Sachen. Legerer. Ne? Geht auch irgendwas nicht mit leger. Einer Hose? Nein. Nö. Doch. Was? Das Sportliche könnte mit einer Hose sein. Das würde sie schon anbieten. Reiterrock. Reiterrock ist das Sportlichste, was sie bekommt. Und Tennisrock. Aber ich glaube, die Zucht von es ist Kern Winter. Ist sogar über dem und? Geldniveau, was ihr vorzutuschen sucht. Richtig. Wir sagen ja nicht, dass wir züchten. Nee, aber auch das Reiten ist, glaube ich, schon... Ich meine, das braucht Ach, ein Platz Elektrogaul? So. Das stimmt eigentlich. Das eine ernst gemeinte Ansage, ein Elektrogaul? Was? Nein. Aber gut, AR-technisch gut. Kann man doch garantiert mittlerweile, wenn man heute schon auf einer Elektrokuh im Club reiten kann und da toll Tango-Gedöns, Toro-Scheiß macht. Ja, ich glaube, ab dem Geldlevel darf man dann sowas nicht mehr machen, weil dann hat man entweder das richtige Pferd oder man zeigt nicht, dass man sich das richtige Pferd nicht leisten kann. Er verfängt sich in Widersprüche. Nein. Mach weiter. Ich fand das sehr unwidersprüchlich. Also ich hab's mir geglaubt, fast. Gut. Lass ich durchgehen. Ja, ich denke, bei dem Sportlichen ist eine Hose okay. Und das ist sogar eine Jeans. Ja! Aus edler, echter Baumwolle. Von Boss. Von Boss. Ich hab ne Jeans. Hallo, Hugo. Die Jeans ist nicht bequem, das ist mal ehrlich. Verdammt. Und ist natürlich ja auch dann noch unter größter Aufwendung und Mühe so bearbeitet, dass sie aussieht, als wäre sie getragen, aber nicht zugetragen. Das geht natürlich auch gar nicht. Natürlich nicht. Und wertvolles Metall an den Knöpfen und dergleichen. Außerdem ein Gürtel, der dir dann auch richtig schön die Taille einschnüren wird. Das ist so eine Jeans, die man dann wieder etwas höher trägt. Kein Swagging? Ah, schön. Swagging, ich weiß natürlich, was das ist. Du weißt echt nicht, was Swagging ist? Was Swag? Ich weiß nicht, was der Swag ist. Denn ich hab ihn. Du bist Swag. Alter. Ja, bin ich. Übrigens, diese Jeans, ne? Die formt auch, die passt sich so ein bisschen deiner Figur an, aber formt dann auch deinen Po so, dass er aussieht, als wäre er vorhanden. Also so richtig, also da ist auch nochmal echt, also bequem. Ihr seid immer so gemein. Was? Du hast den Charakter so erstellt. Ehrlich mal, gesagt, sind das tatsächlich Attribute, die ich nie bestimmt habe. Hä? Nein. Guck dir die mal auf dem Bild an, die ist 40 Kilo, oder denkst du, die hat Hintern? Nee, wahrscheinlich. Ich habe selten nicht. Frauen gesehen, die so schmal sind, aber dann übelsten Booty haben, oder was hier. Ja, und außerdem macht Jojo, hat sie niemals angesagt, dass du Squats machst, Jojo. Nee. Hm. Die fährt nur Skateboard. Und Konsti 2. Hm, kein Ich beschwere mich doch gar nicht, so. Da hast du doch grad. Sag mir, ihr seid gemein. bitte mal eben. Trolli hat recht. Olli hat recht und den längsten. Genau. Es wirkt schon. Sie wird übernommen. Es wirkt. Ist eigentlich auch traurig, dass ich 3 Sounds von dir habe. Du hast dich bisher am dämlichsten angestellt. Sehr gut. Oder am besten, wie man es nimmt.
Was war das Letzte? Ihr habt sie eingekleidet. Leihen für, sagen wir mal, so 2 Wochen müsste sie dann schon tatsächlich Geld verlangen und auch gar nicht ganz so wenig. Freundschaftspreis für Billy. 400? Ich meine, es ist ja schon edles Zeug. Da kann ich das schon bald für kaufen. Nicht das Zeug. SK ist ja nur auch nicht so häufig da und du bist ja SK-gerechte Mode. Das ist richtig. Und echte Baumwolle, Alter, und dann noch für ein Hügelbett. Na, aber wir brauchen es wahrscheinlich länger als zwei Wochen. Oder wobei wir wissen, ja, doch, es kann sein, immer mal wieder halt, das ist das Problem. Ihr könnt es ja nach 2 Wochen nochmal nachleihen. Das stimmt. Und du hast es quasi nur 3 Outfits. Also von daher wären so lange Zeit gar nicht so gut. Machst du uns einen Preis am Ende. Kann auch gut sein, dass wir nochmal kommen mit anderem Zeugs. Das ist so geschickt gemacht, das werde ich jetzt also vergessen. Nein, wir schreiben uns jetzt mal 400 eben auf. Das ist ja nett. In die Gruppenkasse. So, habe ich eine Notiz gemacht. Achso, du machst, okay. Nee, mach du ruhig. Ich habe nämlich eben nur angesagt, dass ich eine mache. Später dann. Du hast gesagt, komm, für nix, ey, für lau, ey. Ey, hab ich das echt gesagt, ey? Wird das schnell. Ja, hast du, ey. Ich hab dich voll gehört, ey. Ey, da muss ich, ey, echt jetzt, du. So. Übrigens wird sie natürlich noch ein bisschen Schminke dann mitgeben. Ich weiß, dass Billy ein reichhaltiges Sortiment hat. Braucht Billy nicht. Aber. Oh, boah. Man kann ja nie genug haben. Die ist auch kostenlos, von daher. Übertreib's auch nicht. Ich muss mich nicht aufstylen wie eine Blöde. Du musst dich bitte was nicht? Du bist hier in Russland. Daran solltest du dich langsam mal gewöhnen. Wir Frauen in Russland zeigen noch, dass wir Frauen sind. Und keine Mannsweiber. Wir heben unsere Attribute vor und verstärken und überspielen so unsere leichten Makel. Und das sollte dir langsam in Fleisch und Blut übergehen. Sonst wirst du einfach auch als Frau. Ich meine, dann. Das Recht mag ja sonst klappen, aber in der Situation, wo du jetzt hin willst, da musst du auch schon zeigen, dass du weiblich bist. Du bist ja kein Mädchen mehr mit 16, 17. Eine junge Frau. Mhm. Eine zarte Knospe, die zu erblühen droht. Gedenkt. Rot fand ich jetzt besser. Mir ist aber echt schlecht jetzt bei so einem Gedenkt. Satz. Jojo denkt gerade an ihre Tage so mit 16, 17 und an das Maß an Weiblichkeit, das sie sich da leisten konnte. Muss ein bisschen grinsen meiner Vorstellung. Stage-Make-up haben wir da, ne? Damit wir eh das Tattoo wegmachen können. Ja, das hast du. Gut. Ja, ich frag nur gleich, dass es dann später heißt, aber das Tattoo habt ihr so dran gedacht. Könnte auch Sprühhaut nehmen. Sprühhaut! Das ist ein bisschen blöd, weil die Haut drunter dann nicht so gut atmen kann, aber Stage-Make-up geht ja eigentlich auch. Stage-Make-up. Da kommt mein Make-up-Artist. Supi. So, hier für den jungen Mann, soll man noch irgendwas machen? Sani, was meinst du? Für welche Gelegenheit denn? Bodyguard. Das gleiche? Nee, Bodyguard von uns. Also ich hab derzeit einen Anzug, einen gepanzerten, und ich zeige dir halt die Bilder quasi von der Anstecknadel und der Krawatte und dem Hemd. Ich hätte mir das so gedacht, erstmal so in die Richtung zu gehen. Wir werden auf jeden Fall die Augenbrauen blond färben müssen. Okay. Sind da noch prinzipiell Haare vorhanden oder nicht? Teils. Also ja, ein bisschen, ich habe Geheimratsecken, aber... Ja, Geheimratsecken. Bis zum Hinterkopf. Gut, dann lassen wir das so. Ich glaube, das ist auch gut, als Bodyguard weniger Haare, weniger ist manchmal mehr. Wir färben auf jeden Fall das Blond. Blaue Kontaktlinsen würden einfach gut ins Bild passen. Das macht noch diesen kleinen Touch. Der meine Augen wären blau. Sehr gut. Und ansonsten würde ich sagen, ein Anzug, die tragen doch auch eigentlich immer das Gleiche. Ihr habt nicht vor, zu irgendeiner Art Gala oder sowas dann zu gehen, ja? Nee. Bisher nicht. Ach, dein Comlink, was hast du nur für ein Comlink? Ich zeig ihr meinen Comlink. Oh Gott! Nein. Nein, das geht gar nicht. Ich habe jetzt keine Comlink-Hüllen hier, aber du brauchst auf jeden Fall eine andere Comlink-Hülle. Du brauchst irgendwas ein bisschen teureres, ein bisschen mehr. Die meisten Bodyguards haben es auch aus irgendeinem Grund als so Uhren-ähnliches Ding am Handgelenk. Und das A ist es ja schon mal die falsche Marke. Wichtig. Mhm. Wieso, was hast du denn?
Er hat keinen Seda-Comlink. Was ist denn ein Seda-Comlink bei uns? Ist das ein Avalon? Nee. Leviathan oder sowas. Genau. Leviathan ist eine Elektromarke bei Seda. Die haben nicht so furchtbar viel, aber ich glaube, bei den Standard-Comlinks ist kein Seda dabei. Ich besorge uns einfach neue Verschalungen und dann bastel ich die drauf. Das dürfte reichen. Gut, aber ansonsten würde ich denken, das reicht so. Wir könnten höchstens mit einem Absteckstift ein bisschen arbeiten, aber eigentlich, das geht schon. Absteck was? Abdeckstift für die großen Poren da und die Pickelchen und die Warze da. Ach, das ist keine Warze, das ist bloß Dreck. Sowas. Der hat doch Scheiß im Gesicht. Nein, hat er nicht. Nee, ich hab es nur sagen müssen. Ich hab das ist eine Hallo, Blume meine aus dem Auto, Hände. Die sich verfangen hat. Billy hat das nicht gesagt. Das war der Spieler. Ich hab das nicht gesagt. Ich sag's nur, bevor es falsch verstanden wird. So. Okay, dann machen wir das erstmal so und dann kann ich noch ein bisschen üben, auf den Schuhen zu laufen. Nicht kann, muss. Ich bin doch gleich jetzt damit. Ja. Ich gebe dir auch gerne Tipps. Vielleicht erstmal zu Hause. Gewicht vorverlagern. Es ist nicht das erste Mal, dass ich auf solchen Schuhen laufe. Das erste Mal tat es noch weh. Die Hüfte, Schatz. Schee. Ich glaube, irgendwann... Ich überlege gerade, wie lange das dauert, bis Jojo sich so erinnert, wie das alles so ging. Zwei Stunden von deiner Familie mit Billy? Mit 13. Mit 13 war es noch nicht nötig, in hohen Schuhen weiblich zu laufen. Das wurde dir damals auch noch nicht so eingebläut. Das stimmt. Aber entschuldige bitte, 2 Stunden mit Billy Training. Ja. Ja, aber guck mal, was Flojo jetzt für eine ist. Da musste schon, also 4 Stunden hat es jetzt. Einigermaßen. Ich meine, sie ist nun mal einfach ein Trampel. Ist sie gar nicht. Die ist ja auch ein filigranes Wesen. Die ist einfach nur ein bisschen grobkörnig. Die ist verroht mit der Zeit. Ich meine, die hat sich 4, 5, 6, 7 Mal angeguckt, wie jemand der Kopf zermatscht ist. Ich kenne selten Leute, die sowas genießen und dann aber das mag auch ein Vorurteil sein. Sagen wir mal 3, 4 Stunden. Dann hat sie es. Okay. So, dann können wir noch später würfelt. Bitte? Was? Was sagst du? Nix. Was hast du würfeln gesagt? Entweder ich kann's später oder ich würfelt. Kann's nicht, mein Freund. Naja, wenn du so gut wie du dann später würfelst, kannst du's. Ja. Denn dann später musst du noch auf ganz andere Dinge achten. Auf so viel. Richtige Aussprache. Na, wir haben ja zum Glück noch ein bisschen. Die kann sie. Er ist aber auch ein schöner Bingel, ne? Mhm. Wir haben ja auch noch ein paar Tage Zeit, so ist das nicht. Also, sag mal, solange Jojo mit Billy wird sie dann öfter mal, vielleicht gehen die dann auch nochmal weg und dann läuft sie tatsächlich auch in den Schuhen, damit sie das einfach draufkriegt. Du ziehst die jetzt nicht mehr aus, bis wir dahin da sind. Oh Gott. Lass dich halt von deinen Blasen Kollegen erzählen. Weißt du ja. Hallo, Schuhe in der Preisklasse, da kriegt man doch gefälligst keine Blasen mehr von. Nee, kriegst du auch nicht. Das ist immer so anstrengend für die Gelenke, auf solchen Schuhen zu laufen. Duty. Ja, wir werden noch ein bisschen üben. Gibt's noch irgendwas? Guck jetzt nicht so betröppelt. Warum nicht? Das muss sein. Ich weiß, dass das sein muss. Autobahn tut Not. Autobahn? Autobahn tut Not. Hä, hab ich nicht verstanden. Ne, du hast im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Ich hab... Macht nichts. Weiter lange geht's. Ich habe Geschichte immer gehasst und war, glaube ich, nicht lang genug dafür in der Schule oder so. Gut. Dann wollen wir da jetzt einfach hinfahren. Na, wir wollen erstmal warten, bis wir unsere Sins haben. Ach, stimmt. Genau. Und dann müssen wir uns überlegen. Wir, so lange. Wir können halt auch nochmal überlegen, wie wir an die ganze Sache herangehen und was wir erzählen, weil wir sollten alle die gleiche Geschichte erzählen, weißt du? Mhm. Wir sind doch hier gerade auf einem Kurzurlaub mit dir, um dich aus deinem schlechten Einfluss aus der Schulbank zu reißen momentan. Genau. Das Ding ist halt, dass ich glaube ich, also so wie der Typ drauf war, oder zumindest was ich glaube, wie er drauf ist, so von dem, was da halt stand, glaube ich halt schon, dass der eigentlich mit der Situation, wie sie ist, relativ unzufrieden ist. Klingt gut.
der hat halt keinen Bock auf den ganzen Shit da und so ein bisschen kann ich das verstehen, weil ich tatsächlich sogar mich in dieser Situation ein bisschen wiederfinden kann, weil es mir als Jugendlicher auch so ging. Der hat halt irgendwie, glaube ich, nicht so richtig Bock auf den Shit, dann ist da, sind da einfach mal keine Leute. Irgendwie. Und die Eltern lassen den da ja auch nicht raus. Also so richtig was erleben kann er ja nicht. Und deswegen wollte ich halt dieses leicht Rebellische haben, weil einfach das... Das ist auch gut. Das finde ich passt gut. Du kannst ihm ja versuchen, eine andere Welt zu zeigen, so, aber halt, du darfst bloß nicht zu arg ins Extrem gehen. Nicht wie die Swallow. Das Problem ist ja halt, das würde uns unglaublich machen, wenn wir dich nicht aufhalten würden. Nee, klar, dann. deswegen muss ich es ja auch so ein bisschen, ne? Die Frage ist nur, wie machen wir das, also wie koordinieren wir uns quasi? Weil ich glaube, das ist am sinnvollsten, wenn ich tatsächlich allein mit dem Typen rede. Auf jeden Fall. Ja. Wir haben da gerade unsere Liaison am Laufen, Kabern. Frau, wie waren wir? Oh Gott, die Namen. Moment, also ich bin ja Fräulein Rottenmeier, Friedel Rottenmeier. Und du bist genau, ja Michael Gagarin. Gagarin, ja. Genau, und Scheiße. Ich war Ingusha Maria Gorbatschow. Bitte? Ingusha? Maria Gorbatschow, genau. Genau. Und wir sind dann gerade quasi an unserer Liaison am Ausarbeiten. Das müssen wir halt, ne, Kabern, das... Und da lassen wir die einfach rauswitschen, ne, dass die uns aus dem Raster raus kann. Und in dem Moment müssen wir gar nichts machen. Wir hocken uns nur irgendwo hin, wo wir nicht gesehen werden. Und dann kann die Kleine wirken. Ich glaube, wo wir tatsächlich ein bisschen aufpassen müssen, ist mit diesen ganzen Evo-Fuzzis meine ich. Weil irgendwie hieß es ja, die verstecken, die arbeiten da verdeckt. Und Matrix-Überwachung läuft. Nee, das meine ich nicht. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass die sich da einfach unter das Volk mischen, weißt du? Also quasi das selbe machen und magisch. Wir. Kinders? Hm? Hatten die auch erwähnt, dass sie magisch machen? Störsender und White Noise musst du dabei haben, in deiner Kleidung irgendwie eingebaut. Kümmer dich da auf jeden Fall. Ich kann das nicht in meine Kleidung einbauen, Billy. Der White Noise, der Störsender ist viel zu groß. Dann musst du das in die Handtasche nehmen. Warum muss ich einen Störsender mit haben? Na, damit keiner bei euch auf die Comlinks zugreifen kann, währenddem du mit dem laberst. Das machen wir ganz anders. Ich nehme einfach meinen Comlink mit und mache das komplett sauber. Da ist nichts drauf. Also da außer ein paar gefakten Kontakten, die wir dann irgendwie jetzt am besten noch anlegen können oder sowas, damit wir quasi unsere Sache da komplett machen können. Wir brauchen Facebook-Accounts. Richtig, also das sind eigentlich Sachen, die können wir noch machen, bevor wir den ganzen Shit machen. Wir können uns auf verschiedenen Netzwerken Facebook-Accounts, also so, ne, so Social-Network-Accounts zulegen und so weiter. Also du kannst doch bestimmt ein bisschen was machen, da auch irgendwelche Klar. Freunde zu generieren und was weiß ich nicht was. Weißt du, was ich meine? Communities beitreten, Google genau. Plus und was weiß und ich nicht so ein alles. Paar, ja, wir brauchen halt auch ein paar Freunde und all so ein Shit, weißt du, und so ein paar Fotos, die wir irgendwie da hochladen und wenn es geht, irgendwie noch vielleicht, ich weiß nicht, ob du sowas kannst, das irgendwie hochladen, dass es so aussieht, als wäre das vor so und so vielen Jahren hochgeladen worden oder irgendwie sowas, weißt du? Klar, wir können ja quasi sogar ein Fake-Netzwerk für, es gibt ja immer städtebezogenes Netzwerk, wir können ja einfach ein Fake-Netzwerk hochziehen für St. Petersburg. Danke, genau, das so heißt die Stadt. Ja, so ein bisschen kann ich da sogar noch. Nee, ja, lehn dich da mal nicht zu weit raus. Das steht ja dann alles bei dir auf dem Comlink. Den Zugriff hast du ja eh immer gleich da. Ja, nee, um klar. Nee, das ist die Sache. Ich ziehe mir einfach mein Update quasi und mache meinen Comlink halt für die Zeit sauber, jo. Sodass ich... Kein Upgrade, du ziehst ein Backup. Meine ich ja. Jo. Ich kenne mich doch nicht so gut aus. Deswegen helfe ich dir ja. Das finde ich nett von dir, dankeschön. Was ich sagen wollte, wir dürfen halt mal ganz leger nicht vergessen, was der Hauptgrund ist, nämlich, dass wir an den Hundi rankommen. Das weiß ich doch, ne? Aber der Trick ist eigentlich, glaube ich, immer an den, also wenn ich an den Jungen rankomme, sagen wir es mal, so jetzt die Theorie. Wenn ich an den Jungen rankomme, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das Ding ist halt, dass ich halt nicht glaube, dass wir während dem Spaziergang an den Hund rankommen, weil zum einen ist das ein relativ gutes Gebiet, die sind halt einfach irgendwie
also A, sind die relativ gut überwacht, B, kommt man da schlecht mit Fahrzeugen durch die Gegend, irgendwie so, dass man mal so schnell so einen Hund wegschleppen kann, und zum Dritten weiß ich nicht, wie das ist, aber da, wo ich früher gewohnt habe, musste man seine Hunde an der Leine führen. Ja, und dann nimmst du halt mal kurz den Hund an die Leine und dann wirst du halt gerade mal ganz kurz entführt von uns. Nee, glaube ich nicht. Halt dabei. Nee. Das ist ja noch viel schlimmer, also wenn dann auch noch gerade sie entführt wird, dann ruft er die Bullen und dann wird ihre Sinn überprüft. Richtig. Und das geht nach hinten los. Wir können unsere Fake-Accounts, dürfen auf gar keinen Fall mit so einem Verbrechen in Verbindung gebracht werden. Also alles, was Verbrechen ist, darf auf jeden Fall nicht zurückführbar sein, weil sonst, selbst wenn ich kurz entführt werde, sobald ich irgendwie mal wieder auftauche, oder wir müssen den Hund ja hinter zurückbringen, verstehst du? Dann funktioniert das mit dem, wir bringen den Hund zurück, nicht mehr. Eine Idee wäre halt theoretisch, dass man, also wenn ich an den Jungen rankomme, weiß ich ja zum Beispiel auch, wer wann wie zu Hause ist. Vielleicht schaffe ich sogar mal bei dem ins Haus zu kommen oder so. So, und entweder kriegen wir ihn dann halt, wenn der Hund im Garten ist, also dass man den dann rausholt vielleicht. Oder... Und vor allem kennt der Hund dann uns schon und hat eventuell, bellt nicht einfach direkt vor uns los. Genau, also das wäre halt eine Möglichkeit. Theoretisch ginge es so, vielleicht sogar, dass ich euch abends einfach irgendwie, ich weiß noch nicht, ob das klappt, aber dass man einen irgendwie, dass ich euch ins Haus vielleicht sogar reinlasse. Keine Ahnung, ob das, ob sowas überhaupt geht. Das sind jetzt alles nur Theorien, also ob das überhaupt klappen kann oder nicht, steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Aber quasi ja, zumindest. Wenn wir dich verloren haben, dann habe ich dich einfach getrackt zu dem Haus. Wir haben alle Chips. Also die Kids in solchen Gebieten haben alle Chips. Sag ich ja, deswegen habe ich dich einfach zurückgetrackt und habe dann gesagt, okay, dann hole ich dich jetzt einfach mal ab. Wir beide. Ja, du musst ja nicht unbedingt dabei sein, du kannst ja im Auto warten. Ja, was heißt abholen? Das ist halt einfach so, dass dann ist der Hund halt weg über Nacht irgendwie, das merken die ja dann zum Beispiel gar nicht. Wenn man den dann am nächsten Morgen zurückbringt, das würde ja eigentlich schon reichen. Verstehst du? Moment, ich dachte, Alex braucht den Hund für eine kurze Zeit. Oder Vlad, ich verwechsel es immer. Nee, darum geht's bei der ganzen Sache nicht. Der Hund ist eigentlich nicht wichtig bei dieser ganzen Nummer. Das hat damit, mit dem Hund selber hat das gar nichts zu tun. Er soll einfach nur zeigen, dass er an den Hund rankommt, damit auch an den Sohn und damit auch an alles andere. Wenn ich das richtig verstanden habe. Könntest du das nochmal ganz kurz recappen, Spielleiter, weil ich meine, das jetzt irgendwie anders zu erinnern. Vlad hat sich ja so ausgedrückt, wie er sich immer ausdrückt, aber er hat nie gesagt, dass er den Hund braucht, sondern es ging schon darum zu zeigen, guck mal, wie geil ich bin, ich krieg deinen scheiß Hund und wenn ich will, krieg ich deine alte, fick die durch, bis sie kaputt ist und dann mach ich dich kaputt. Also überleg dir genau, was du machst. Also müssen wir schon, sagen wir es mal so, es ist ein Exempel statuieren hier. Nee, es geht, oder? Ja. Du sollst ihn zurückbringen, weil du hast ja, also so nach dem Motto, guck, Gruß was ich von, kann, aber Gruß von Falcons. Ich bin echt ein super netter und hier ist dein Hund, hast du wieder. Wir können auch beste Freunde werden, meiner. Gruß von Falcons. Das ist ja, quasi genau. So ein schönes Internet haben sie. Schade, wenn das jemand kaputt macht. Ja, also fliegen wir zum Schluss ohnehin mehr oder weniger auf. Nee, nicht direkt. Also ja, aber nein. Also wenn du verstehst, was ich meine. Der Witz ist dabei, dass wir hinterher vor seiner Tür stehen und uns nichts nachweisbar ist. Wir haben kein Verbrechen begangen. Wir haben nur diesen Hund gefunden. Wir haben diesen Hund gefunden und ordnungsgemäß zurückgebracht. Das, was der Typ weiß hinterher, was und Sache ist. Und wie kriegen dann die... Woher will er der muss das es halt wissen, dass es die Moment. Dass nicht da ist. Na, deswegen bringe ich den Scheißhund zurück. Woher weiß der dann, dass das von den Falcons gekommen ist? Jojo zeigt ihr mal kurz das Tattoo. Also willst du ihm das Tattoo zeigen? Nichts, also sie hat auch eins an der Hand, nicht nur, sagen wir mal, das kriegt man über Formulierungen schon hin. Ich zitiere, Vlad meinte auch, du sollst eigentlich ja nicht dein Tattoo zeigen, sondern Stimmt. das subtilerer ja. machen. Stimmt. Na, sagen wir mal, das kriegt man über entsprechende Formulierungen schon hin. Und ein Cradstick. Was denn? Einfach den stummen Spruch. Stellen Sie sich vor, ein Falken hätte den gerissen. Nee, so würde ich es nicht mal machen, aber... Total dezent. So ähnlich halt. Der Hund ist uns direkt in die Arme geflogen. Wir wissen gar nicht, wie das passieren konnte. Kam uns einfach entgegen. Sowas in der Art. Hat der Hund das Nest verlassen? Genau. Oder... Ja, mein Kanarienvogel, der ist mir auch mal irgendwann weggeflogen. Ich war so traurig damals.
Ich hätte mich gefreut, wenn mir den jemand zurückgebracht hätte. Aber das können wir uns dann überlegen. Es war ja voll die Folge. Jupp. Yep. Echt jetzt? Na, ey, entschuldige bitte, Matrioschka, es ist Kopf geplatzt, Alter. Ja, es tat Ach, mir minimal leid, dass ihr jetzt Hast daran es? Nicht teilhaben konntet, ja. Aber ich dachte mir, Alter, das ist ja jetzt 2,5 Monate oder so, die Welt muss ich auch mal weiterdrehen, da können wir jetzt nicht, also geht nicht, muss jetzt was passieren. Ja, du kannst ja eigentlich ja nochmal auspacken, Alter. Du kannst ja nach dem Motto Surprise mit Gunfist nochmal ein Revival machen von ihr. Genau, oh, die haben mich dann doch ein bisschen viel. Die haben die Kameras gehackt und quasi falsche Bilder reingetan. Genau. Das hätte aber Billy normalerweise gemerkt. Wenn es ein Hacker gewesen wäre. Mein Sprite hätte das wohl gemerkt, ey. Nein. Doch. Du willst Matrioschka, du kriegst sie. So. Yay, Trockenfisch. Heilbutt. Stör. Frequenz, Sender. So. Das war beim ersten Mal lustig mit den ganzen Fischen, aber jetzt ist das irgendwie. Warte, ich hab Störsender gesagt. Weil doch Jojo ihren Kopf jetzt unter Kontrolle hat. Mhm. Du hast das falsch verstanden. Mhm. Ja. Heute spazieren, da traf ich auf Stockfisch. Wird besser. Ey, vergessen. Konnte ich euch Bitte gar nicht erzählen. Puss Machst du das jetzt im Outro? Das erzählst du jetzt im Outro? Das erzähle ich jetzt, das ist auch für Alex und Alexia ganz wichtig, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ein Berufsinserat gesehen, durch Zufall, für den Bordelltester. Man kennt ja den Hoteltester und auch den Restauranttester. Es wird erwartet von dem, der da gerne angestellt werden möchte, dass er sich ein bisschen auskennt, vielleicht BWL-Studium oder so in der Richtung und eine entsprechende Ausbildung hat, dass er ein bisschen mit rechtlichen Sachen und Hygienevorschriften vertraut ist. Aber er muss schon auch mal, er muss auch ab und zu mal rein da. Natürlich Safer Sex, alles kein Problem. Und muss dann auch bewerten, außerdem natürlich Bukake und Gangbang-Partys. Ich glaube, das Inserat war Hamburg oder Berlin. Also bitte, bewerbt euch. Ich meine, jetzt mal im Ernst, der Traum. Kannst du mal bitte die Adresse durchgeben? Ich würde mich gerne nach Deutschland verlegen. Du bist keine Hure, bist mal fürs Ficken bezahlt. Saugut. Ich müsste das kurz nochmal, es ist ein bisschen länger her, dass mir das gezeigt wurde, aber findet ihr bestimmt Bordelltester, Google hilft. Also jetzt ernsthaft, einer muss ja. Ihr wollt und ja auch Qualität wahren. Ja, und wenn ihr dann auch ein eigenes Bordell habt, dann könnt ihr auch gerne Bescheid sagen, dann bringen wir das in den Podcast ein und machen Werbung für euch. Ja, für so einen Gutschein. Oder zwei. Ja, aber du hast doch ein sexuelles Problem, also hör du mal besser auf. Wieso denn? Der kann doch dann seinen Kurbel haben. Das ist alles, um das Problem zu lösen. Sei doch mal nicht so. Entschuldige. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich hiermit. Oh. Verzeih mir. Bleib bei Du sagst, mir. Ich hätte ein sexuelles Problem und spielst eine Frau. Also ich bitte dich. Ich spiele eine Transsexuelle. Entschuldige bitte. Das ist keine Frau. Das ist eine Transsexuelle. Wenn ich kann mich halt nicht entscheiden. Also wenn Kavan zu dir sagt, ne, du bist keine Frau, sondern ein Kerl, kriegt er direkt wieder einen gewatscht. Ja, klar, ist ja auch so. War das nicht aus einem Mund? Ist okay. Hier, oder? Super. Ich meine, wir hatten nur mal irgendwann festgelegt, wir spielen keine Crossgender. Das wird nicht gespielt. Ich hätte damit gar nicht so große Probleme, aber ich glaube, Flummi steigt dir direkt aufs Dach. Ja, und das will ich mal gar nicht, ey. Das kannst du nicht wollen. Und ich habe ihre Welt. Richtig. Und Malachim schreibt ja das Drehbuch für mich. So, ich wollte jetzt an dieser Stelle, bevor ich unsere Legal Rights mit euch nochmal bespreche, nochmal ganz kurz darauf... Das hätte ich auch wieder vollkommen vergessen. Nee, darfst du nicht. Nee, darfst du nicht. Ist ich auch möchte, wirklich lange her. Ich möchte an dieser Stelle, da ich es auch schon in der 2 erwähnt habe, nochmal unsere YouTube-Kommentatoren liebst grüßen. Jetzt muss gerade nochmal mein YouTube funktionieren. Eine Sekunde bitte. Biederst du dich jetzt an, ja? Ich möchte, ja. Und zwar grüße ich... Kaban, ich habe immer noch Kickrechte hier, ne? Oh, also, ich möchte einmal... Oh, liebste Düse, es tut mir echt leid. Fick dich doch, Alter. Ich möchte einmal...
Lass dich nicht von mir unterbrechen, okay? Fuck you. Das war schon beim dritten Mal nicht mehr lustig übrigens. Alter! 19 Nanhan. Ich kick jetzt lass ihn mal reden. 19 Nanhan, ja, okay. Grüßen. Ich entschuldige mich an der Stelle, dass ich so unglaublich rüde war. Ja, das aber und echt. Hätte ich was geschrieben, wäre das anders ausgegangen. Und dann grüße ich C0 Rax LP auch. Und Sofablocks. Sofablocks auch Grüße. Und das war's dann von meiner Seite. Bis dahin. So, jetzt gebe ich auch nochmal meine Grüße in Form von. Ich hasse den Applaus, ey. Ich hasse den Applaus. Ich krieg Ausschlag am Arsch. Wenn ich nicht trolle, wer denn dann? Komm. Trollstrollsch, den grüßen wir nämlich auch. Ja, ja, aber der trollt nicht. Der trollt nicht mehr. Deswegen muss ich das machen. Richtig. Und wir grüßen Whitecat natürlich. Malashim haben wir schon erwähnt. Wir kennen unsere ganzen Subscriber namentlich. Und wenn ihr uns Kommentare schreibt, dann werdet ihr namentlich nicht mehr erwähnt. Nicht mehr erwähnt. Deswegen. Okay. Die Marke Shadowrun gehört der Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika, wird vertreten in Deutschland durch den Pegasus Verlags GmbH. Das Intro- und Outro-Lied kommt von Mad in Mad mit dem Titel Russian Tango. Und wir laufen unter der Common Creative Attribution Sharealike und Hasse nicht gesehen 3.0 und haben keinerlei Rechte am Namen Shadowrun oder dergleichen. Wenn ihr denn irgendwelche Stücke aus unserem Podcast gerne benutzen möchtet, zum Beispiel Billys geile Stimme oder den Trolli oder was weiß ich was, dem Kaban seine Prioritäten, dann dürft ihr... Dann dürft ihr das gerne tun, müsst dann aber ein Label anhängen. Es sei denn, es ist von Trolli, er möchte benutzt werden, auch ohne Common Creative. Habe ich was vergessen? Ich fürchte nicht. Gut. Abschließende Worte? Tschüss. Nö.